Gegner. Ich hatte immer hier eine wunderbare Liste. Ja, ich glaube, ich habe sie auch wieder. Ich will euch kurz unsere Kolonisten nochmal in Erinnerung bringen oder vorstellen. Wir haben Richard. Richard ist Arzt, vor allem im Nebenberuf auch Förster und Bauer. Er ist der Mann von Paula und Vater von Konstantin. Er ist Tiefschläfer und Körperpurist. Wir haben die gute Princess. Warte mal, wir gehen mal näher ran, wie sie gerade so aussehen, wo sie rumlaufen. Die gute Princess Itz ist auch Ärztin und Forscherin. Außerdem kann sie ganz gut mit Tieren. Ist die Schwester von Shauta und mag keine Männer und ist ein Gourmet. Wir haben den guten Snowden, Konstantin. Der jagt und schmiedet. Und ist unser Präzisionsschütze, so kann man ihn bezeichnen. Eigentlich Raumschiffhausmeister, aber ausgebildeter irgendwie Elitesoldat. Er ist der Sohn wiederum von Richard und ist zusammen mit Rekayem im Übrigen. Und er ist abgestumpft, hat eine gruselige Atmung und ist Optimist. Dann haben wir Rekayem. Rekayem baut bei uns, außerdem im Nebenberuf noch Landwirtin. Und ist zusammen mit Snowden, das wissen wir, und ist Stubenhockerin, Abstinenzlerin und liebt den Regen. Wir haben Shauta. Shauta ist... Okay. Da ist was runtergefallen. Alles klar, die Mühle beginnt direkt. Shauta ist, macht Bergbau und ist unser großer Künstler. Und forscht außerdem ab und an, wenn er noch Zeit hat, wenn der Arbeitsplatz frei ist. Er ist der Bruder von Princess, hat auch eine gruselige Atmung, ein gutes Gedächtnis und freundlich. Außerdem macht er nichts anderes. Er weigert sich, irgendwelche primitiven Arbeiten zu leisten. Carlotta, oder auch Messeroma genannt, ist Landwirtin, Försterin, ist gut im Nahkampf, deswegen heißt sie so. Und sie hat sich schon wieder einen Helm ausgesetzt. Das wollte ich eigentlich verhindern. Ich habe hier ein paar Umstrukturierungen gemacht. Wie auch immer. Mag auch keine Männer und ist Psychopathin. So, dann haben wir Paula. Paula ist für das Soziale zuständig, mit Leuten reden und auch fürs Kochen. Sie ist die Frau von Richard und ist Kurzschläferin und hat ein gutes Gedächtnis. Wir haben Otto. Otto ist Koch. Das ist vor allem sein Job. Nebenbei kann er auch noch ein bisschen bauen. Er ist ein Vielfraß, eine Nachteule, das heißt, er kocht immer nachts, und eine lahme Ente. Dann haben wir Trankagua. Ah, die hat auch schon wieder ihren Helm an. Sie schmiedet, schneidert, ist überhaupt die Handwerkerin, hat ein starkes Immunsystem, ist eine Nachteule und ein Vielfraß. Dann haben wir Murada. Murada hat den einen und einzigen Job, er putzt. Er ist der Putzmann der Kolonie. Viel mehr kann er auch nicht. Hat ein gutes Gedächtnis, ist nervös und ein Jogger. Er ist schnell. Also er kann schnell zum nächsten Dreck laufen. Und dann haben wir hier Man. Man ist für die Tiere da. Er ist, glaube ich, Tierarzt. Schmieden tut er nicht. Tiere und, ich glaube, er transportiert dann. Muss ich direkt nochmal ganz kurz gucken bei der Arbeit. Ja, Transport. Das ist dein Hauptjob. Wir haben ja kaum noch Tiere. Die sind ja alle, haben sich alle vor die Feinde geworfen. Das ist unsere Truppe, liebe Leute. Und jetzt kommen wir noch zu den Planungen, die wir das letzte Mal gemacht haben. Wo habe ich die denn schon wieder verlegt? Stichwort Ordnung, hier haben wir es. Murada ist der Tatortreiniger. Ja, das ist wiederum Carlotta, weil die Carlotta hat eine Besonderheit, die Psychopathin. Die stört sich nicht daran, dass Leichen rumliegen. Da können wir im Übrigen gleich für sie noch was machen. Denn hier liegt noch eine Leiche, die wir irgendwie übersehen haben. Die können wir hier nochmal wegtransportieren. Und das können wir Carlotta auch gleich mal sagen, dass sie die mal bitte tragen soll. Damit die anderen nicht nervös werden, wenn sie die sehen. Ja, was wollten wir machen? Wir wollten den Kühlraum ausbauen. Da waren wir hier gerade. Unser Lagerraum für verderbliche Nahrung, also für Nahrung, ist zu klein gewesen. Dann war die Idee, dass wir um unseren tiefen Bohrer irgendwie eine Hausstruktur bauen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann auch eine Heizung reinbauen müssen. Dann wollen wir die inneren Verteidigungen stärken, falls mal wieder sowas kommt, weil das war wirklich existenzielle Krise. Dann wollen wir unsere Rüstungen aufbereiten, also bessere Rüstungen bauen. Da hat es echt gemangelt. Wir sind aber inzwischen ganz gut dabei.
Dazu kommen wir gleich zu dem Thema noch. Wir wollten Autokanonen bauen, um unsere Verteidigung zu verbessern. Dann gab die Idee, noch mehr Fallen zu bauen, weil die sehr effektiv sind. Und wir bauen hier gerade ein Medizinlager und wollen auch hier ein Drogenlabor quasi aufbauen, weil wir forschen auch gerade an dem Thema Medizinherstellung. So, das ist sozusagen der Stand der Dinge. Ihr seht, es ist im Moment sehr auf Abwehr und Verteidigung und Sicherheit orientiert. Das kommt, weil wir eben diese krassen Erfahrungen gemacht haben. Im Übrigen, beim letzten Mal gab es auch einen heftigen Angriff. Hier seht ihr noch die Leichen derjenigen, die uns hier was wollten. So, das ist erstmal der Stand der Dinge. Ansonsten ist alles eigentlich relativ im Lot, würde ich sagen. Ich gucke aber jetzt mal auf den Chat, ob ihr noch irgendwelche Hinweise habt, Dinge, die ich vergessen habe, bevor wir dann richtig loslegen. Stimmt, Otto ist auch Bürgermeister. Richtig, danke für die Ergänzung. Als psychopathische Messeroma sollte man Helm tragen dürfen. Na gut. Die Mods findet ihr übrigens alle als Link in der Videobeschreibung, zumindest bei YouTube. Da gibt es eine Mod-Sammlung von mir auf Steam. Ja, der Whirlpool. Genau. So, To-Do-Liste habe ich vorgelesen. Whirlpool, ja. Whirlpool hat aber keine Sicherheitspriorität. Ich glaube, den Whirlpool, den wollten wir hier reinbauen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ne? Aber ich glaube, das sollte irgendwie der Ort dafür sein. Wobei, naja, gut, ich sage jetzt mal nichts dazu, aber vielleicht kommt er ja heute, wer weiß schon. Okay. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir erstmal gemütlich laufen und schauen mal, was hier. Ach so, nee, stopp, ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Und zwar, was ich jetzt in eurer Abwesenheit gemacht habe, ich habe jetzt diese ganzen Waffenständer mal komplett wieder richtig sortiert, habe sozusagen genau die richtigen Zuordnungen gemacht, die Waffen neu zugeordnet, die Rüstung zugeordnet, sodass jetzt alles wieder einigermaßen im Lot ist. Dabei ist mir aufgefallen, wir haben eigentlich zu viel Nahkampfwaffen und zu wenig Fernkampfwaffen. Wir haben nur das Präzisionsgewehr und das Sturmgewehr hier als Fernkampfwaffe. Da müssen wir forschungstechnisch vielleicht noch machen, wenn wir nichts kaufen können. Das ist noch nicht so optimal. Da würde ich sagen, kann man noch was verbessern. Ja, ansonsten wird hier noch eine Schutzweste zu Ende gebaut, aber das reicht dann auch. Wir haben eigentlich genug Schutzhosen, ist ein interessanter Aspekt, den wir danach mal angehen sollten. Das haben wir aber schon eingegeben. So, und jetzt gibt es relativ viel zu bauen. Deswegen werde ich mal nichts Neues in Auftrag geben. Genau, Wellness-Ecke bei der Krypta, so war der Plan. Kinder gibt es, glaube ich, in dem Spiel nicht. Also wäre mir neu. Was heißt hier identische Outfits? Diese Kolonisten, warte mal, was ist das denn? Das habe ich noch nie gelesen. Diese Kolonisten tragen genau dieselbe Kleidung und das macht sie unglücklich. Ernsthaft? Ernsthaft? So ein Scheiß wollt ihr mir jetzt hier erzählen? Hemd aus Blaufell, Parka aus Stoff, Hose aus Stoff. Haben wir noch ein anderes Hemd? Was ist denn das hier? Hemd aus Blaufell. Das ist ein Hemd aus Syngarn. Das kannst du von mir aus tragen. Gibt es noch irgendwas Schickeres? Dass die das nicht mal hier aufräumen können. Das ist alles so unsortiert. Das ist irgendwie noch was, was nervt. Das ist aber irgendwie nicht mehr gut hier. 45%. Ich glaube, das mögen die nicht tragen, oder? Was macht sie hier eigentlich? Hat sie da aufgeräumt? Ja, Leute. 50%. Wir geben ihm mal das hier. Richard. Oder von mir aus Snowden. Du hast echt dasselbe an. Hemd aus Blaufell, tatsächlich. Hose aus Stoff. Gibt es noch bessere Hosen? Hose aus Syngarn. Die haben Probleme, Leute. Ich würde sagen, wir ziehen Snowden die Hose aus Syngarn an. Auch wenn die irgendwie schon halb kaputt ist. Was Besseres haben wir jetzt nicht. Die beiden hätten in Marschina schlechte Karten gehabt. Wir könnten den ungenutzten Raum über den Treibhaus als Freizeitraum benutzen. Ja, das war immer noch so ein bisschen der Notraum für Innenpflanzenanbau. Falls mal wieder irgendwie so ein toxischer Niederschlag kommt, haben wir das freigehalten. Ich,
denke, das lassen wir auch noch mal so. Finde ich okay, würde ich sagen. Wir können was aus Leder in Auftrag geben, was so rumliegt. Ja, das ist auch ein guter Hinweis. Das stimmt. Wo haben wir eigentlich den Schneidertisch? Hier, ne? Das können wir auch mal machen. T-Shirt, Hemd, Hose. Warte mal. Das mit der Hose nehmen wir komplett raus und wir nehmen mal eine Hose. Eine neue Hose aus Leder. Hose. Und zwar Details. Müssen wir das, wie können wir das jetzt genau einstellen? Muss ich das. Ah, Leder, Leder, Leder. Genau. So. Ab jetzt erstmal nur Lederhosen. Machen wir zwei Lederhosen. Unsere Siedler sind echte Fashionistas, ja, genau. Ein paar Mann sollten sofort Militärkleidung tragen lassen. Ja, ist vielleicht auch eine Überlegung. Das Problem ist, die verlangsamt natürlich ziemlich stark. War aber, ich gebe zu, es war ein Problem. Was ich aber gesehen habe in der Forschung ist, dass es für diese Mod auch Erweiterungen gibt. Wo habe ich das gesehen? Hier, Mechanized Armor Rack. Wenn wir den bauen, dann ziehen die sich schneller um. Und das geht auch noch weiter mit Mending Armor Rack. Dann geht es super schnell. Das wäre dann sicher auch eine interessante Sache noch. So, dieses Lager will ich hier nochmal erweitern. Wir fangen mal langsam an. Die Zone hier. Dann ist das komplett ausgenutzt. Wir haben irgendwie zu viel Waffen. Ich sehe gerade, hier gibt es echt noch eine Schutzweste. Wir brauchen überhaupt nicht so viele Schutzwesten. Naja, die letzte wird jetzt noch. Obwohl ich meinte. Naja, ist okay. So. Mechanized Armor Rack klingt nach Iron Man. Ja, ich glaube auch, so kann man sich das vorstellen, ja. Vielleicht nur die Waffen, die verlangsamen doch nicht. Das stimmt, aber irgendwie. Ach, ich finde es irgendwie doof. Übrigens, was ich gar nicht wusste, ist, dass diese Hotelgäste, die wir auch haben, wir haben übrigens hier ein sehr florierendes Hotel. Alle Zimmer sind belegt. Das klappt im Moment jetzt richtig gut. Die fühlen sich, glaube ich, auch ganz wohl. Mir war das gar nicht bewusst, aber die helfen irgendwie mit. Die tragen Zeug und sowas alles. Das finde ich ja eine coole Sache. So, aber bautechnisch kommen wir jetzt nicht so richtig weit voran. Das wollten wir bauen. Wobei, so viele Bausachen haben wir gar nicht mehr. Okay. Während Nacht ist, orientiere ich mich mal, wie es aussieht mit dem Thema Autokanone. 350 Stahl. Echt, wir haben zu wenig Stahl. Okay, das ist ja dann mal ein Thema. Das heißt, hier muss wieder jemand an den Stahl ran. Wenn wir das jetzt wirklich angehen wollen, dann würde ich sagen, aktivieren wir das mal. Und wenn ich das richtig sehe, müsste dann eigentlich Schauter sofort sich hinsetzen und da loslegen. Wir erforschen gerade Arzneimittelherstellung. Sicher, dass die Hotelgäste Zeug tragen und nicht einfach klauen, vielleicht. okay. Der Raum ist der, sag mal, der ist ja mehr oder minder. Die haben gar keine Aufträge, ne, für den Raum hier, sehe ich gerade. Die Frage ist, was ich nicht so richtig weiß, das muss jetzt erstmal hier weggetragen werden, bitte. Was ich nicht so richtig weiß, ich glaube, das kann ich alles, ne? Ja. Müssen wir hier in diesem Arzneiraum, da müssen wir, glaube ich, keine sterilen Fliesen einbauen, oder? Da genügt was anderes. Aber wir sollten irgendwie die Wände behauen. Ich finde, das sollten wir irgendwie machen. Bloß, wo war denn dieser Befehl nochmal? Oberfläche glätten ist, glaube ich, was anderes. Wahrscheinlich Strukturen, Wand. Irgendwo gab es Wände behauen. Ich meine mich zumindest zu erinnern. Ich will da eine glatte Wand haben, finde es aber jetzt im Moment nicht. Oberfläche glätten ist richtig. Ah, alles klar. Okay.
Die Hose ist übrigens hergestellt worden. Ah, dann macht man das so. Ich verstehe. So, dann kann das hier auch gemacht werden. Sehr schön. Gut, da muss nichts steril sein, ja. Dann würde ich sagen, machen wir, ja, was machen wir für den Boden? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo alles ist, Leute. Böden, gab es da was extra? Ich habe alles vergessen. Mal wieder, ihr kennt das schon, ne? Böden, ja. Irgendwie ist die Ordnung auch komisch. Machen wir Betonboden? Ja. Oder? Ist auch irgendwie hässlich, ne? Platte aus Sandstein. 4 Sandsteinblöcke. Oder Fliese aus Sandstein. Betonfliese? Nö, das kostet Stahl. Das muss nicht sein. Wir machen da mal Sandsteinfliesen rein. Warum nicht? Gefällt mir. Was haben wir da hinten? Ich weiß nicht. Wir überbauen das einfach. So, das wird dann der Boden, der Untergrund für die Aktion. So, und das ist hier auch schon fertig jetzt gleich. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Zone jetzt mal erweitern. Das wird ja auch dringend Zeit. Hat das nicht geklappt? Warte. Erweitert oder erstellt? Warum klappt das nicht? Es klappt doch sonst immer. Problemlos. Ich möchte erweitern. Abfluss verstopft. Das wird hoffentlich repariert. Nö, das machen wir mit den Fliesen. Ist das, glaube ich, da gut. Das Abschleifen kostet viel Zeit. Walli völlig lost heute. Ja, geht so, ne? Halb lost, würde ich mal sagen. Ja, aber warum geht denn das Zonenerweiter nicht? Das gab es noch nie, Leute. Das Zonenerweiter war doch immer so simpel. Ein wunderbarer Befehl. Andere Lagerfläche drunter. Ah, das könnte natürlich sein. Interessanter Punkt. Haben wir da mehrere Lagerzonen? Lagerzone 4. Das ist nur Lagerzone 4. Ah, alles klar. Es gibt hier noch eine andere Lagerzone. Was haben wir denn da eingestellt? Was wurde denn da gelagert? Keine Ahnung. Das ist eine alte Lagerzone. Vielen Dank für den Hinweis. Okay, damit hat sich das ja geklärt. Hier ist auch noch eine Lagerzone. Dann, jetzt geht es. Jetzt geht es. Gut. Wunderbar. Sehr schön. So, und das Ding, das müssen wir leider komplett abreißen. Da gibt es keine Möglichkeit, das umzusetzen. Das brauchen wir aber auch nicht. Temperaturen sind, glaube ich, anständig eingestellt. Wir sind hier bei minus 4 Grad. Das ist in Ordnung. Außentemperaturen 19. Okay, dann haben wir den Teil schon mal durch. Okay, Super Nanny sagt, er wird nahelegen, die Krypta zu beleuchten und ihren Boden zu verpassen. Das reduziert tatsächlich die Chance, dass das Insektenereignis erneut auftritt. Aha, das ist ja interessant. Okay, dann müssen wir also eine Beleuchtung schaffen für die Krypta. Aber ich finde, das muss irgendwie eine angemessene Beleuchtung sein. Und wir gucken mal, eine Fackel. Ich denke, die müssen zwar erneuert werden, was doof ist. Ah, Fackeln, das ist natürlich arbeitsintensiv. Aber eine Stehlampe in die Krypta zu legen? Ich weiß nicht. Ich wollte Drogen und Lebensmittel trennen. Ja, die Drogen kommen hier rein. So, komm, wir probieren es mal mit Fackeln. Mal gucken, wie effektiv das ist. Wir machen mal eine Fackel hier hin. Und eine Fackel dahin. Und eine Fackel dahin. Mal schauen, wie gut das beleuchtet. Und dann auch hier den Boden machen. Das ist natürlich viel Arbeit. Das ist natürlich viel Arbeit. Was haben wir denn hier? Wie sieht es denn aus hier? Wir haben Sandstein, Marmor. Marmorboden, Marmorfliesen. Das hätte doch auch was, oder? Die Krypta auf minus 17 Grad kühlen.
Nee, ja, aber eine Krypta, ich weiß nicht. Mit Stehlampe kommt mir irgendwie doof vor. Wir müssen mal beobachten, wie oft da Leute hinlaufen und Holz reinlegen. Ich meine, Holz haben wir genug. Holz brauchen wir jetzt im Moment kaum. Wir haben auch hier noch wunderbare Bäume ja angepflanzt. Ist die Frage nur, wie arbeitsintensiv das ist. Okay, lass uns dann mal hier den Boden auch planen. Wir machen eine Fliese aus Marmor. Das wird ja natürlich. Und die machen wir dann hier auch. Übrigens, das Ding können wir übrigens auch weghauen. Das wird jetzt richtig marmorintensiv. Das wird ein Großprojekt. Wir müssen natürlich dafür dann wieder noch Marmor. Ja, wie weit machen wir den Marmor? Machen wir mal bis da. Den müssen wir natürlich dann abbauen noch. So. Hier haben wir, glaube ich, Marmor. Ne? Da müssen wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen arbeiten. Okay, aber ich frage mich, sitzt er jetzt dort? Ja, Schauter sitzt dort und organisiert Stahl. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Das klappt. Aber wir brauchen viel Stahl. Kann sein, dass diese Sandsteinaktion jetzt und überhaupt die Marmoraktion ein bisschen hinterherhinken wird, weil Schauter unten mit dem Stahl beschäftigt ist. Aber das geht ja jetzt schon mal relativ gut voran hier, was Rekariam da macht. Aber es dauert natürlich, ne? Damit sich die Toten wohler fühlen. Ja, Leute, es ist eine Krypta. Das muss irgendwie ein bisschen edel aussehen. Wir haben einen Kolonisten verloren und der muss doch nur wirklich in dieser Form. Oh, warte mal. Ah, okay, warte, stopp, stopp, stopp. Hier, die Leute fanden das okay. Teufelsgarn, Chinchillafell, Echsenleder und was auch immer. Und sie haben natürlich bezahlt. Jeder 20 Silber. Das ist doch eine gute Sache. Im Übrigen, die müssen mal langsam verbrannt werden. Was ist denn hier los? Wo ist Carlotta? Hast du eigentlich die Leiche da weggebracht? Ja, Carlotta muss hier mal ihren Job machen. Bitte einäschern. Ein paar Besucher sind übrigens noch da. Das sind nicht alle abgehauen. Das ist auch cool. Ja, mir ist es das klar, dass das sozusagen spawnt dort, wo man in den Berg baut. Aber mir geht es ja jetzt um den ästhetischen Gesamteindruck. Und wenn wir jetzt hier schon diese Krypta so vornehm gestalten, dann müssen wir es auch richtig machen. Dann mache ich hier nicht so einen schrägen Marmorbodenabschluss, doch klar. Genau, es geht nicht um die Toten, der Glaube an Verehrung der Toten motiviert die Lebenden. So sieht's aus. So, wer bricht hier zusammen? Was ist los? Was ist mit Murada los? Was hast du für Probleme? Stopp, langsam. Murada. Was ist los mit dir? Dunkel, verschwitzt, verrottene Leiche gesehen, fünfmal. Ja, warum hältst du dich auch dort oben auf? Und warum bist du verschwitzt? Da bist du doch selber schuld dran. Na gut, ich glaube, er beruhigt sich wieder, weil er ein eindrucksvolles Esszimmer gesehen hat. Großartig. Das mit den Leichen ist unangenehm. Ich weiß gar nicht, Carlotta, das schleift ein bisschen. Aber es ist Gott sei Dank, sie ist dabei. Wir beobachten mal, wie sie jetzt das Krematorium bedient. Oh, und wir haben Medizinherstellung. Das ist ein wichtiger Moment. Lass uns kurz pausieren und das mal anschauen. Stelle industrielle Medizin aus Kräutermedizin, Neutramin und Stoff her. Sehr schön. Das ist genau das, was wir hier dann machen werden. Bloß wir brauchen hier auch noch eine Heizung und Licht und sowas alles. Das dauert noch ein bisschen, aber das wäre das nächste. Und wir müssen an die nächste Forschung denken. Und ich habe gesagt, wir brauchen Fernkampfwaffen. Ich würde gerne jetzt auf Präzisionswaffen erstmal gehen als nächstes. Sollte nicht allzu lange dauern. Ich finde es ja schlimmer, wenn andere verschwitzt sind. Ja, weil der Pool fehlt, ist er verschwitzt. Möglich. So, wie sieht denn das aus? Gibt es jetzt einen Medizintisch oder wie läuft das? Wo macht man das denn? Drogenlabor. Ah ja, alles klar. Den können wir schon mal hinstellen, ne? Drogenlabor aus Stahl bauen wir den.
Den platzieren wir hier. Oder in der Ecke? Nö. In der Ecke kann auch was anderes stehen. Wie war das immer, wenn da neben ein Schrank steht, dann arbeiten die doch besser, ne? War das nicht irgendwie so? Möbel. Ne, was war das? Was musste daneben stehen? Irgendwas konnte daneben stehen. Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Irgendwie so ein Schrank, ne? Ein Regal aus Holz? Ne, das ist noch was anderes, ne? Keine Ahnung. Ah, hier! Ein Werkzeugschrank. Aber das ist, glaube ich, nicht... Bei dem ist das wahrscheinlich nicht relevant. Oder zählt der Werkzeugschrank auch fürs Drogenlabor? Was? Paulus? Oh mein Gott, unser Esel ist zusammengebrochen. Was ist... Haben wir irgendwas falsch zugeordnet? Nee, der kann sich komplett bewegen. Was passiert denn da? Der hat sich nicht ernährt und hat Schlafplätze hat er doch auch. Was ist denn los mit dem? Der muss auf sich Acht geben. Kann doch nicht wahr sein. Okay, Werkzeugschrank hilft auch, sagt ihr. Ja, da muss ich nochmal überlegen, ob wir das so hinbauen. Aber wir können den Werkzeugschrank ja dann auch so hinstellen. Wir machen mal einen. Ist vielleicht da nicht ganz so wichtig? Ich weiß nicht. Müsste der Werkzeug... Oh, warte mal. Ich sehe gerade... Ach nee, das ist der Hightech-Labortisch. Das ist der Forschungstisch. Das ist noch was anderes. Warum ist denn der Werkzeugschrank nicht hier? Das wäre doch total logisch. Was ist denn ein Fabrikationstisch? Haben wir den auch schon gebaut? Ihr merkt, ich bin wirklich lost. Ach, das ist das Ding. Ja, das haben wir gebaut. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal gebaut, ne? Nein, ich bin nicht lost. Man soll sich nicht selber runter machen. So, wo ist der Werkzeugschrank? Ich warte mal lieber auf den Chat. Der sagt mir, wo der Werkzeugschrank ist. Auf Labor klicken, da ist Werkzeugschrank dann zur Auswahl. Oh mein Gott, woher soll das denn jemand wissen? Ernsthaft? Drogenlabor. Wo soll hier ein Werkzeugschrank sein? Gibt's nicht. Möglicherweise... Das glaube ich nicht. Vielleicht gibt's den nicht fürs Drogenlabor. Unter Diverses, alles klar. Da ist der Werkzeugschrank. Und es kostet auch Stahl. Oh, das ist ja richtig Fettstahl, was der kostet. Wollen wir den wirklich bauen? Nee, hat keine Priorität. Bauen wir erstmal nicht. Aber wir müssen Licht dort reinbauen. Das ist wichtiger. Wir brauchen definitiv eine Lampe. Sag mal, ist der Schrank... Der braucht keinen Strom, oder was, der Schrank? So, und wir brauchen eine Heizung hier drin. Das ist schon mal klar. Wir haben doch ein Heizungssystem über das Ding, ne? Wir haben genau das Lüftungssystem. Das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Jetzt ist die Frage, ist es noch okay, wenn wir die Lüftung noch nach hier erweitern? Ich glaube ja, ne? Das kann man noch machen. Der kleine Raum sollte doch mit beheizt werden. So, dazu müssen wir aber erstmal wieder... Das habe ich auch alles vergessen. Warte mal, bei Hygiene... Sanitärleitungen, wo waren das nochmal? Das waren keine Sanitärleitungen, ne? Abwasserleitung. Leute, ich finde, das ist total beschissen geordnet. Habe ich das schon mal gesagt? Wo sind denn die ganzen Leitungen? Zeig mir mal erstmal die Sanitärleitung. Das ist doch... Ach doch, das läuft doch über Sanitärleitung. Ah, alles klar. Gut. Holz wollten wir nicht bauen. Das kam uns komisch vor. Wir nehmen Stahl. So, und um die dort anzuschließen... Nee, für die Lüftung brauchen wir doch keine Leitung. Ah, ich kann ein Item anklicken oder Kopie bauen. Ja, natürlich. Stimmt. Oh, Leute. Richtig, für die Lüftung, das ist ja der Gag. Wir brauchen ja gar keine Leitung für die Lüftung. So war's. Ah, langsam bin ich wieder drin. Okay, dann ist es ja noch einfacher. Dann bauen wir eine Kopie, die wir jetzt hier reinsetzen. Ich hoffe, das geht.
So, alles klar. Soweit zum Thema. Kaum einmal aufgeräumt und schon findet man jede Ordnung nicht mehr logisch. Ja, so ist das ungefähr. Der Whisky war stärker? Nein, war er nicht. Das ist immer so. So bin ich immer. Im Drogenlabor könnten auch Käfer auftauchen, klar. Aber wir haben da jetzt ja schöne Sandsteinböden gemacht. So, und Otto ist hier am Bauen. Otto, du sollst kochen. Ey, Otto, es gibt nur noch 12 Mahlzeiten. Was ist los hier? Das ist gar nicht dein Job, Otto. Otto ist kochen auf 1 und dann aufbauen. Na, der hat's ja gemütlich hier. Ich hoffe, Paul erholt sich wieder da. Erholung geht hoch. Aber Ernährung ist tatsächlich ein Problem. So, Otto, gehst du jetzt mal kochen? Es wird echt Zeit. Nee, er geht wahrscheinlich essen, oder was macht er? Er geht in sein Bürgermeisterzimmer. Nimmt an Treffen teil. An was für ein Treffen? Er trifft sich mit sich selbst. Was soll das denn bitte? Entspannt sich mit... Was auch immer. Er geht in seinem Büro spazieren. Wann willst du eigentlich jetzt mal kochen? Jetzt isst er. Ich soll Man zu Paul schicken. Naja, Paul mangelt es doch ernsthaft jetzt eigentlich nur an Ernährung. Da wird er wohl klarkommen. Da geht er jetzt hier zum Heu. Sagt mal, kommt er eigentlich hier rein? Ich glaube ja, ne? Der müsste doch hier reinkommen. Hier liegt ja auch Heu eigentlich. Ah, wisst ihr was? Das ist mir noch eingefallen. Wir haben hier so viel schönes Gras, das vergammelt hier. Oh, schaut mal. Das ist schon vergammelt. Ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich diesen Bereich erweitern und das zu einem größeren Heulager zu machen. Irgendwann werden wir mal wieder Tiere haben und dann haben wir schöne Heuvorräte. Ich finde, das ist eine gute Idee. Und dann machen wir einfach Holzwände. Und zwar, ja, die kommt von da hinten rein zum Schlafplatz, das ist okay. Wir ziehen das mal direkt hier runter. Müssen da natürlich eine neue Tür da einbauen. Oder ist das wieder ein Problem für die Windräder? Käfer kommen bestimmt auch durch die Steinböden durch, aber... Oh, schaut mal. Oh, jetzt wird's interessant. Er hat schon 3 Hosen hergestellt. Und wir haben noch kaum noch Platz für die Dinger. Das Waffenlager ist irgendwie ein Tick zu klein. Ich glaube, wir müssen das Lager irgendwie erweitern. Wir haben ja hier noch Lagerraum. Wir können hier auch noch eine Tür durchmachen. Und dann kann auch das Waffenlager dort weitergeführt werden. Ist doch okay. Und dann müssen wir nämlich die Hosen jetzt noch zuordnen. Das wird dann auch noch interessant. Das machen wir gleich mal. Aber ich werde erstmal hier noch eine Tür bauen. Wobei, ist eigentlich eine Tür nötig? Wir können es auch komplett aufmachen. Ne? Vielleicht ist es sogar gut, wenn wir das komplett wegreißen. Warum eigentlich diese Wand? Kommt man schneller ran im Notfall? Von hier unten oder so? Eigentlich kann das doch komplett weg. Okay, den Bereich nicht ganz absperren, sagt ihr. Hier. Ja, man könnte natürlich hier auch eine Tür machen. Das würde auch gehen. Statt der Wand. Dann kommt man durch. Ob das als Stütze bleiben muss? Naja, wenn wir hier und da was lassen, reicht das, denke ich, als Stütze. Wir können auch in der Mitte jetzt das... Wir können ja nur 2 wegmachen oder so, ist doch kein Problem. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir das nicht nutzen. Ach, das sieht auch doof aus. Wir nehmen das hier komplett raus. Das reicht. Da und da als Stütze müsste das eigentlich reichen.
Okay, wenn ihr unbedingt wollt, dann lasse ich eine Stütze da. Dann seid ihr beruhigt. Ich meinte, das Ding, das hält ja. Wir haben das doch irgendwie berechnet. Ne? Warum wird eigentlich dieser Stahl hier nicht weggemacht? Wir haben doch ausdrücklich gesagt, diese Fliese aus Stahl soll weg. Oder was soll dieses Zeichen? Das soll doch demontiert werden. Macht irgendwie keiner. Wahrscheinlich, weil Wichtigeres zu tun ist. Schaut da, was machst du hier? Du holst. Oh ja, wir brauchen Stahl, Stahl, Stahl. Es geht zu langsam, schaut da. Schaut da ist im Dauereinsatz. Das sieht doch schon ganz gut aus hier. Es wird. Man, was macht Man? Der baut die Lüftung. Man baut? Darf Man bauen? Kann er das überhaupt? Der hat auch total verkackt. Wieso baut er denn? Hä? Er ist Bauen auf nicht aktiviert. Was ist das denn für ein Quatsch? Oder ist das eine andere Geschichte? Also das ist merkwürdig. Was war das für eine Eigenaktion jetzt von... Ach, das war Abreißen. Ah, wisst ihr was? Man hat gar nicht gebaut. Man hat die Wand abgerissen. Das darf er wahrscheinlich. Ich glaube, das ist der Grund. So, Murada macht schön sauber. Naja, schaut hat nur abgesehen. Und das Lager ist ja schon wieder komplett voll. Oh Gott, Leute. Deswegen ist auch wichtig, dass wir hier die Kräutermedizin hier rausholen. Ach so, aber die müssten wir ja kühl lagern, ne? Richtig. War das der Plan? Wollten wir hier so ein kühles Lager haben? Leute. Wie war das nochmal? Stimmt, ich erinnere mich. Stopp. Alles zurück, Kommando zurück. Wir wollten in dieser Ecke wollten wir den Arbeitsplatz haben. Und hier hinten wollten wir ein kühles Lager machen. So war das. Wir wollten hier noch eine Wand reinbauen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nochmal neu. So. So war das geplant. So war das geplant und das müssen wir abbrechen. So. Kopie bauen. Haha. Daneben. Werkzeugschrank ist egal. Und hier kommt eine Wand rein mit einer Tür. Und dann kann man dieses Lager auch. Und dann ist das auch bescheuert hier mit den Glätten oder sowas. Das können wir mal komplett abbrechen, weil wir werden das nämlich noch erweitern sogar. Nicht. So, bitte. Das bleibt mal hier. Der Teil kann geglättet werden. Das ist okay. So, das ist es. Gut. Prima. Stuhl nicht vergessen. Stimmt. Stuhl können wir auch noch bauen. Und dann. Ja, nehmen wir hier mal keine Holzwand, das passt irgendwie nicht. Nehmen wir mal eine Sandsteinwand, ein Feld und dann eine Tür noch rein. So. Was ist denn das da? Ach so, das ist schon gebaut worden. Ich dachte, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das sieht so, das sieht irgendwie gar nicht echt aus. Aber das ist schon fertig, oder was? Sehe ich das richtig? Ja gut, Gott sei Dank können wir es versetzen. Und wenn wir das nicht wollten, dann wollen wir das jetzt. Ja, genau so ist es. Und dann machen wir dort einen Lagerraum für Medizin und Drogen. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch so an Drogen haben. Im Moment haben wir nur die Medizin. Naja, Rauchblatt-Joints, aber die können dort liegen bleiben. Das hatte ich eigentlich schon gesagt, das soll weggemacht werden, ne? Aber das dauert. Hier haben wir noch ein bisschen. Wer macht denn ein? Was ist eigentlich Medizin? Ist das Handwerk? Dinge, ja, Chemikalien, Drogen synthetisieren. Okay, alles klar. Das ist Handwerk. Das heißt, das macht Trankagua, wenn das dann alles soweit ist. Okay, verstehe. Heißluft in die Krypta ableiten, das ergibt feine Aromen. Ja, vom Whirlpool. Claro.
Die richtigen Medipacks kannst du auch aus dem Kühlraum rausnehmen. Ja, eigentlich hatten wir doch gesagt, dass hier Lager Medizin unbedingt her soll, ne? Ah, schaut mal, was ist denn das? Glitzerweltmedizin. Das kann dann sowieso dorthin transportiert werden, auf den zweiten Platz. So, Paula baut das jetzt um, das ist sehr gut. Und der Rest muss jetzt dann noch gebaut werden. Und das wird von selbst eigentlich ein bisschen kühl, das ist ja ein Berg. Wir können ja schon mal eine Zone anlegen und das schon mal ein bisschen planen. Zone. Lagerzone. Was jetzt passiert? Ein Großhändler ist da. Oh, wartet mal, das ist noch wichtiger. Ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen, sind und haben bla 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 Großhändler. Sie sind mit keiner einzigen Fraktion verbündet. Ach so, Handelsschiff heißt, das ist irgendwo auf der Karte, ne? Oder? Ja. Ich glaube, das heißt das, ne? Ich habe ja keinen Bock, die Karte zu verlassen. Ich bin hier schon überfordert. Hier, das ist so eine. Hier, das kühlt sich von selbst, weil es im Berg ist. Funkfeuer? Ach so, richtig. Funkfeuer gibt es ja auch noch. Ist das Funkfeuer? Okay. Dann lassen wir Paula mal ran. Ah ja, stimmt. Alles klar. Es ist Funken. Gut, dass ihr da seid. So. Wird angehalten? Ja, es wird angehalten. Okay, was haben wir denn? Eine Katze, ein Kater. Ach nee, das sind ja unsere Katzen. Wie was? Nee, die haben auch Katzen. Aber was sollen wir mit den Katzen? Alpakas. Mahlzeiten, Faultierfleisch. So. Kraftstoff, Neutramin. Bauteile haben sie. Fortschrittliche Bauteile. Das ist nett. Wolle, Leder, Medizin. Gut, jetzt können wir sie eigentlich selbst herstellen, aber ist vielleicht nicht ganz schlecht, oder? Muntermacher, Stahl in Unmengen, Plastahl sogar. Oh, Plastahl würde ich gerne kaufen. Ich glaube, Plastahl haben wir nicht mehr. Das ist irgendwie, glaube ich, das Wichtigste jetzt. Ich weiß gar nicht, wie wir Plastahl irgendwie kriegen. So, was haben die noch? Gott, die haben ja viel. Hemden, Mützen, Schlafsack, Tierbett und so weiter. Wir können natürlich auch ein bisschen verkaufen. Ich würde sagen, wir werden mal unsere zwei große Skulpturen verkaufen. Ich schaue mal gleich, was ihr dann gesagt habt. Die Schutzhosen behalten wir natürlich. Diese ollen Hemden, die können wir auch mal verkaufen. Was sollen wir damit? Ich gucke erstmal, was ich verkaufe. Die Hose, die olle Jacke, das kann alles weg. So. Wir haben so viel Leder und Felle. Aber das finde ich eigentlich ganz nett. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt auf eure Vorschläge. Neutrodermin kaufen brauchst du für Medipacks. Gut, das ist schon mal ein guter Hinweis. Hätte ich jetzt nicht gewusst. 124 haben die. Wie viel sollen wir kaufen? Ich habe keine Peilung. Ich sag jetzt mal 20. Wie kriege ich die 20 darüber? Nee. Achso, die sind schon eingeloggt, alles klar. 20 oder mehr. Katzen fressen Ratten. Ja, aber wir haben, glaube ich, kein Rattenproblem. Ach, Alpakas, nee, komm. Ach, was sollen die Alpakas? Wir hatten eine Stelle zum Abbauen von Plastahl, ernsthaft? 50, sagt der Doktor. Na gut. Nichts dagegen. Wir haben immer noch ein Plus, was wir machen. So. Tja, was meint ihr noch?
All of It kann man nur kaufen. Okay, dann machen wir All of It. 124 ist kein Problem für uns. 340 von 2100. Okay. Ich soll ein Funkfeuer im Kühlraum bauen. Dann kann ich Insektenfleisch verticken. Oh, auch nicht schlecht. Fortschrittliche Bauteile, die können wir inzwischen selber herstellen. Aber ich, ja, können wir mal überlegen. Zwei sind das nur. Ziemlich teuer. 816. Sparen wir natürlich Bauteile, sparen wir Stahl und so weiter. Ist schon richtig. So, ein Plastahl, meintet ihr, wir hätten eine Mine? Alles klar. Gut. Gibt es noch irgendwie einen letzten Vorschlag, was wir machen sollten? Ich werde noch mal hier Stammeskleidung. Schlechte Hose. Ein Parker behalten wir noch mal. Die Schutzhosen müssen wir natürlich unbedingt behalten. Ach so, wir haben total viele Stahlhelme, die wir eigentlich nicht benötigen. Die werde ich mal auch noch verticken. Also, wir haben dann, glaube ich, immer noch 4 Stahlhelme. Ich werde mal den auch raushauen. Fünf Muntermacher für den Notfall. Was sind denn Muntermacher? Ich weiß gar nicht, was bringen die denn? Ein synthetisches Aufputschmittel erfüllt das Erholungsbedürfnis, ermöglicht ihm über längere Zeitraum hinweg zu arbeiten, ohne zu ermüden. Okay, naja, gut, machen wir, kaufen wir davon auch nochmal 5. Teurer Einkauf diesmal. Alle ungelesen, die Stahlhelme. Organe weg. Nein, die Organe sind für den Notfall. Die wollen wir doch nicht verkaufen, Leute. Wo denkt ihr hin? Das geht ja gar nicht. Okay, akzeptieren. Alles klar. Da kommt das Zeug an und wird dann auch hoffentlich bald einsortiert. Lecker, 5 Muntermacher und 424 Neutramin. Wird das hoffentlich auch irgendwo einsortiert, wo es sich hingehört? Achso, wir wollten hier gerade eine Zone machen, ne? Genau dafür. Dann machen wir das jetzt. Zone, Lagerzone. So, erstmal alles löschen. Und was soll jetzt hier hin? Natürlich Medizin. Und wo finden wir die Vorprodukte? Muntermacher soll hier hin und diesen ganzen Kram. Alles, was irgendwie medizinisch klingt, kommt dahin. So, aber wo sind jetzt die Fortprodukte? Ah, hier, Neutramin. Das soll, glaube ich, dort auch hin. Würde ich mal sagen. Und das hat Priorität, na sagen wir mal, bevorzugt. Okay. Gut. Sandsäcke reparieren. Das Medizinlager hat 32 Grad. Oh ja. Okay. Okay, okay, okay. Das kommt aber nur, weil es hier noch keine Wand hat. Zu den anderen Räumen. Wenn die Wand da ist, kühlt das doch bestimmt mit der Zeit. Gibt es auch eine passive Kühlung? Vielleicht reicht das. Es gibt doch auch irgendwie so ein passives Kühlsystem, oder? Ja, mit der Abwärme ist natürlich ein Problem, das gebe ich zu. Gab es nicht ein passives Kühlsystem? Ich sehe hier gar kein Kühlsystem. Ach hier, Temperatur, Kühlung. Kühlung, Kühlung, passive Kühlung, ja. Aus Holz. Muss mit Holz versorgt werden. Ob die Insekten im Kühlschrank noch frisch sind? Ach so, da war die Diskussion. Sie sind bei 92 von 100. 99, 95, da wurde diskutiert, ob das noch
ob das noch verwendbar ist. Wir verwenden das, glaube ich, nur für Tierfutter, wenn ich richtig sehe. Passiv sollte für Kräutermedizin auch reichen. Wir können hier oben hinbuddeln. Das stimmt. Wir können das Lager sowieso ein bisschen erweitern. Pass auf, wir machen als ersten Schritt mal auf die Schnelle. Ich weiß nicht, wie schnell das hier läuft. Machen wir mal eine passive Kühlung hier rein. Und dann bauen wir das Lager mal in die Richtung ein bisschen aus. Und gehen gegebenenfalls hier noch durch. Wir beobachten mal, wie das läuft mit der Kühlung. Alles über 90 ist okay. Ja, wir müssen wieder die verrottete Diskussion führen. Sei grüßt, Emmanuel. So, jetzt ist das Gläschen leer. Och, Leute, ich hoffe ja, heute bleibt der Abend so gemütlich wie bisher. Ich kann ein bisschen verpeilt rumbauen und stören keine idiotischen Überfälle. Ist gerade so gemütlich. Oh, diese Krypta, die wird richtig eindrucksvoll. Ein bisschen groß, ne? Dafür, dass da nur ein Grab ist, aber hey, es ist MacGyver. Und sag mal, ist Otto hier noch am... Haben wir überhaupt noch irgendwas zu essen? Der kocht überhaupt nicht. Was ist mit dem los? Was machen die Leute jetzt, die jetzt Hunger haben? Kann das sein, dass er nicht kocht, weil wir keinen Platz haben? Ich ahne Schlimmes. Kann das sein? Verhungern jetzt gerade alle? Wir haben Knastzahl. Warte mal. Kann jetzt irgendeiner mal was tragen? Trankagua, geh mal da weg. Was schneidest du da immer noch irgendwas rum? Was machst du denn da bitte? Noch ein Hemd stellt die her? Ach, weil wir Hemden verkauft haben. Ach, das ist doch unnötig. Okay, Leute, wir müssen hier irgendwie ganz aktiv kurz mal was machen. Wie können wir das aktiv wegtragen? Ich will, dass jetzt hier reinkommt. Und ich habe gesagt, Lager ist bevorzugt. Und dieses Lager ist doch nicht bevorzugt, oder? Ist wichtig, ernsthaft? Das ist natürlich klar, warum die nicht wegtragen. Kann man diese Kryokammern auch in die Krypta packen? So, jetzt. Was ist denn Hauling Kräutermedizin und Tragen Kräutermedizin? Zusammenlegen, das wäre ganz gut, ja. Komm. Trag das mal weg, dann kann gekocht werden. Warum ist hier schon wieder so dreckig? Ich brauche eine eigene Mahlzeitenlagerfläche. Das ist auch ein guter Hinweis, ja. Die muss ja auch gekühlt sein, oder? Wird die so schnell gegessen, dass man sie vielleicht... Wir könnten hier noch ein Regal hinstellen. In der Hoffnung, dass das so schnell gegessen wird. Was macht denn Paula da jetzt? Ach so, die tragen das alles dahin. Was meint ihr? Kann man das verantworten, ein Regal hier hinzustellen, wo das Essen kommt? Obwohl es nicht gekühlt ist. Ich habe das Gefühl, wir sind so viele Kolonisten, das wird doch schnell genug weggegessen, oder? Schätze ich mal. Auf jeden Fall wird jetzt hier gut weggetragen. Und Otto isst... Was macht denn Otto da? Ach, Otto isst Nährstoffpaste. Okay, die holen sich jetzt wieder Nährstoffpaste, weil nicht gekocht wird. Balalaika meint, wir sollten es ausprobieren. Na gut, finde ich, das ist immer das Beste. Probieren geht über Studieren. Nicht groß rumdiskutieren. Wir machen ein Regal aus Holz, wo das Essen drauf gestapelt wird. Können die da noch durchgehen? Können die über die Stühle gehen? Ja, können sie, glaube ich, ne? So, das soll da gebaut werden. Sehr schön.
Ich kann nicht über 20 Essen haben? Wieso kann ich... Achso. Ja. Ich meinte, hier kann ja Essen auch gelagert werden. Bloß da soll es dann prioritär gelagert werden. So, das ist erstmal fertig. Das ist schon mal gut. Jetzt, halt, warte mal. Jetzt ist auch der Moment gekommen, wo wir hier mal das Drogenlabor. Medizin. Ein Kräutermedizin, ein Neutramin, drei Stoff. Na, das ist doch gut. Und wir möchten... Was? Wie? Handwerk 4, geistige Arbeit 4. Ach, der muss gleichzeitig Handwerk und geistige Arbeit haben. Oh nein! Ernsthaft? Oh mein Gott. Was machen wir denn da? Das ist ja fies. Das kann doch nicht wahr sein. Wartet mal. Princess. Handwerk 3,25. Also Princess ist nah dran an den Vieren. Okay, ihr sagt, am Lager kann es nicht liegen. Wir gucken mal, woran es mal wieder liegt, dass er nicht kocht. Gestoppt, einfache Mahlzeit. Warum haben wir das gestoppt? Leckere Mahlzeit müsste doch... Ach, wisst ihr was? Wir haben kein Fleisch. Wir haben kein Fleisch, deswegen... Ah, okay. Es ist also doch ein Befehl gewesen. Befehlsproblem. Es wird, glaube ich, mal wieder Zeit, dass gejagt wird. Wildtiere. Alpakas. Hasen. hier sind so viele Alpakas. Wir können mal ein bisschen jagen. Das ist Jagen, ne? Zack. Mal ein bisschen auslichten hier. Okay. So. Warum läuft ein Schauter mit seiner Knarre rum? Was ist denn hier los? Warum rüsten die Leute sich aus? Sind die? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das alles hier bestens organisiert und dann nimmt er sich einfach irgendeine Knarre und läuft durch die Gegend. Der ist doch verrückt, der Typ. Ja, wo das Fleisch hinkommt, das werden wir dann sehen. Das kommt dahin, wo jetzt die Medizin nicht mehr liegt. Wir haben zu viel Nahrung, Leute. Ja, klar, wir machen jetzt einfache Mahlzeiten. So, die Kühlung ist erstmal da. Also, aber muss noch bestückt werden. Dann geht es hier anders lang. Jetzt sind hier schon 25 Grad. Gut, hier sind allerdings auch 25 Grad. Die Lüftung läuft. Okay, da ist noch kein Unterschied. Paula trägt das da schon mal hin. Oh, ich höre es. Er geht jagen? Ah, er geht jagen. Okay, er macht Jagd. Das wusste ich gar nicht. Schauter geht auch auf Jagd. Er hat 5. Naja. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Das ändern wir mal wieder. Jagd ist Nummer 2 bei ihm. Bitte lass das mal Snowden machen. Gefällt mir besser. Mit dem Sturmgewehr jagen ist auch so eine Sache. Ja, mir war nicht klar, dass Schauter jagt. Er hat sonst noch nie gejagt. Deswegen das Missverständnis mit der Jagd. Ja, wir werden sehen, ob die passive Kühlung funktioniert. Wir sind, oh, schaut mal, wie das hier runtergeht. 16 Grad, ja, oh, geht wieder auf 17 Grad. 16 Grad, ah, er kämpft sich runter. Es changiert zwischen 16 und 17 Grad, während hier 25 Grad sind. Wunderbar. Gut, dass Murada sogar da sauber macht. Ja, ist die Frage, ob das reicht. Verdirbt in 2,5 Jahren, perfekt. Das verdirbt gar nicht. Verdirbt in 2,5 Jahren, das reicht. Reicht völlig. Wir lassen das mit der Passiven. Wir hatten Schauter auf Jagen 1 gestellt, damit er besser Schießen übt. Ja, zu dem Thema, wir haben natürlich auch noch so einen Schießstand. Ne? Das ist auch noch so ein anderes Ding. Snowden soll es jagen und nicht Medizin da rumtragen. Ist doch lästig. So, da kommt erstmal der Alpaka rein. Okay, das Ding ist schon wieder voll, ey. Diese Nahrungsfülle, das ist ja an sich eine tolle Sache. Wir haben 8000 Nahrung.
Ja, wir können die Medizin hier auch direkt wegmachen. Das stimmt. Ist vermutlich auch ein sinnvoller Vorschlag, hier einfach die Medizin rauszunehmen. Ja, guter Hinweis. Okay, also ich weiß nicht, was wir machen sollen. So, wir können ja auch einfach mal was wegschmeißen. Wenn wir zu viel Nahrung haben, dann müssen wir halt mal ein bisschen was wegschmeißen von was ist das eigentlich hier? Von den Beeren oder vom Reis. Was ist das? Sieht eklig aus. Achso, es ist Insektenfleisch. Warum haben wir eigentlich Insektenfleisch? Wollten wir das zu Tierfutter verarbeiten? Wir haben so viel Tierfutter, ne? Das ist ja hier auch noch nicht fertig gebaut. Das schleift hier. Rauchblatt weg. Ja, das hätte ich verkaufen können. Wie kann man ein Zeug wegschmeißen? Das müssten wir hier auf den Abfallhaufen erlauben oder sowas, ne? Hier irgendwie Insektenfleisch oder so. Murada hat mal wieder Probleme. Der ist irgendwie labil, der Typ. Dunkel, unansehnliche Ehung, hat eklige Nahrung gegessen, verschwitzt, ohne Tisch gegessen. Ja, hallo? Da bist du doch. Hier, der Tisch ist doch. Das ist doch alles seine Verantwortung, oder was? Üppige Mahlzeiten. Ja, jetzt wollen wir es nicht übertreiben, ne? Wir haben leckere Mahlzeiten. Und ja, im Moment, das Fleisch ist ja noch nicht verarbeitet, ne? Kann man eigentlich einstellen, dass zuerst, oder wird das automatisch gemacht? Wird automatisch das erste abgearbeitet? Also wird das der Reihenfolge nach abgearbeitet? Oder kann man hier noch die Priorität ändern? Nee, sehe ich nicht. Weil ich möchte natürlich, dass wenn wir Fleisch haben, hier oben das gekocht wird. Warum hänge ich so an den gammelnden Insekten? Ja, Leute, okay, wir tragen die Insekten raus. Wir machen sie weg. Ich gebe es zu, es ist Quatsch. Passt auf, wir machen hier das Lager für Insektenleichen. Quest läuft ab, das interessiert uns nicht. So, wo sind die Leichen? Leichen, Tierleichen, Insektenleichen. Zack. Und hier machen wir jetzt Insektenleichen raus. Ihr habt ja recht. Ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre irgendwie lecker. Lager, Insektenleichen weg. Oder gibt es auch noch liebe Insekten? Nein, gibt es nicht. Gibt es per se nicht. So, zack. Und jetzt werden die da weggetragen und dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Wenn Sie das weiter oben stehende nicht produzieren können, setzen Sie mit dem nächsten fort. Alles klar. Okay, das ist doch gut. Dann ist das jetzt so, da muss nur noch der Alpaka irgendwie verarbeitet werden, aber das haben wir auch eingestellt. Wir haben Trockenfutter auch schon. Ja, schaut mal hier, Trockenfutter, Trockenfutter, Trockenfutter. Und wir haben ja schon verarbeitetes Insektenfleisch, das können wir doch auch noch zu Trockenfutter machen, oder? Ich weiß, dass es für Tierfutter gedacht war. Aber erstens haben wir keine Tiere und zweitens haben wir genug Tierfutter. Es muss jetzt hier mal ein Schnitt gemacht werden. Ja, der Winter kommt. Aber wir haben immer noch keine Tiere. Okay, das mit dem Bauen schleift hier ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen schneller. Essensregal ist fertig. Guter Hinweis, guter Hinweis. Dann sagen wir hier bitte hergestellt. Das kann mal alles wieder zugeklappt werden. Drogen. Mahlzeiten. Genau. Egal was, kann hingestellt werden. Und zwar, ja, Prio wichtig, das ist okay. Dann haben wir dort auch ein bisschen Platz. Und ich hoffe, sie werden von dort dann auch genommen. Wir beobachten das mal, ob das vergammelt oder ob das funktioniert. Da ist eine Kartoffel in der Tür. Wo ist eine Kartoffel in der Tür? Ich sehe keine Kartoffel in der Tür.
Ach, dieses Ding. Ja, was ist da? Tatsächlich, Kartoffeln in der Tür. Ernsthaft. Das muss dringend getragen werden. Sonst geht die Tür nicht mehr zu. Irgendwann kommen wieder neue Insekten. Na, vielen Dank. Ja, das kann gut sein. Okay, Leute, was ist hier mit unserem Lager? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mehr Medizin haben wir nicht. Ach so, stimmt. Wir waren bei dem Thema, wie kriegen wir Princess dazu, auf Handwerk 3 zu kommen? Wer noch möglich wäre, wäre Schautwerk. Ne, der weigert sich Handwerk. Und wer hat... halt. Geistig 3,6. Wir könnten Snowden sagen, dass er mal forschen soll, um auf 4 zu kommen. Oder gibt es noch andere Sachen? Doch, hier. Bringt das nicht auch geistig, wenn wir den Tiefenscanner machen? Oder... Wir beobachten das mal. Wir schalten das mal an. Nee. Strom an. Und dann sagen wir mal Arbeit für Snowden. Ungewöhnlicherweise forschen. Und dann würde ich das mal sehen. Snowden schleppt da irgendwas. Naja, leg das mal ab. Und dann mach mal den Tiefenscanner bitte. Und dann beobachten wir mal, ob sein geistig hochgeht. Weil wenn das hochgeht... Ah, Verwandtschaft, Besuchergruppe, sehr schön, wie Hotelgäste. Großvater und Großmutter von Trancagua. Na, das ist ja was. Schaut mal, Whitney von Fugt könnte das problemlos. Gast. Nee. Ich hatte so ein bisschen an Rekrutieren gedacht. Was ist denn das eigentlich hier? Tiefenscanner erhöht auch den Intellekt. Alles klar. Ambrosia-Hain. Ein Hain des mysteriösen Ambrosia-Busches ist in der Nähe aufgekeimt. Wenn du ein wenig wartest, bis die Pflanzen weitergewachsen sind, kannst du die wohlschmeckende, ergötzlich und geringfügig süchtig machende Frucht ernten. Haben wir das nicht schon... Was? Hier bei uns? Ernsthaft? Ja, okay. Stellen wir weniger Nahrung her. Ist doch auch gut. So, Snowden. Wo bist denn du jetzt? Ach, du bist da am Machen. Nee, geh mal bitte hier hin. Scanne mal bitte. Und ich möchte sehen, dass du auf 4 kommst. Ja, wir machen das mit dem Handelssignal. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Das kam ja jetzt schon mehrfach von euch. Das machen wir auch mal. Orbitales Handelssignal. Oh, wir haben keinen Stahl, ey. Das bauen wir jetzt hier hin. Dann können wir nämlich auch Esssachen mal verkaufen. Ja, absolut richtig. So, Snowden will aber nicht. Snowden muss sich waschen. Wo geht er denn dafür hin? Ach, da haben wir noch einen Brunnen. Warum haben wir da einen Brunnen? Hat das irgendeinen Sinn? Die Leute gehen da immer hin. Wahrscheinlich, weil die zu faul sind, da oben in unser Badezimmer zu gehen. Das ist unser Hopfenfeld. Das geht auf Kosten unseres Biervorrats. Ja... Ich sag mal, wenn es abgeerntet ist, wird ja wieder Bier angepflanzt. Das bleibt ja drin. Insofern lassen wir das mal so. Vielleicht können wir es gewinnbringend verkaufen. Okay, Snowden müssen wir jetzt ein bisschen begleiten. Ich will sehen, dass der geistig auf 4 kommt. Dann wird der nämlich unsere Medizin herstellen. So, hier liegt übrigens Essen jetzt. Verdirbt in 3,8 und 3,6 Tagen. Ist doch okay irgendwie. Macht einen ganz anständigen Eindruck. Man kann auch Ambrosia in Flaschen abfüllen. Da bin ich ja beruhigt. Was macht die Kühlung? 16 Grad. Ich denke, das reicht. So, Snowden pennt noch.
Ja, ich weiß nicht, braucht man vielleicht das Wasser für irgendeine Produktion hier oder so? Ich bin mir nicht mehr so sicher, warum wir das eigentlich hatten. Stahl ist echt Mangelware. Ja, Snowden tragen soll er nicht machen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Sollten wir wohl ihm mal sagen. Jagen machen wir jetzt im Moment eh nicht. Das stimmt. Okay, er ist wach. Er holt sich erstmal was zu essen. Dann tritt aus auf Klo aus Marmor. Ist seine Mission heute. Seine Quest. Wäscht sich die Hände. So, stellt Schutzhose her. Nee, das sollst du nicht machen. Du sollst jetzt hier hingehen und den Tiefenscanner bedienen. Achso, die Schutzhosen. Die müssen wir auch nochmal richtig. Die müssen wir auch nochmal richtig anlegen. Das ist auch nochmal ein wichtiges Projekt. Dass die dann richtig auf dem Racket. Warum? Hallo, du sollst da hingehen, nicht wieder zurückgehen. Habe ich dich noch. Das ist doch. Hast du da noch eine andere Priorität, Snowden? Ah, Schmieden. Alles klar, das müssen wir auch noch runternehmen, sonst bleibt er nicht da. Verstehe. So, jetzt beobachten wir ihn mal, ob das irgendwie vorangeht. 3,59. Passiert hier was? Es passiert gar nichts. Und er forscht. Ja, okay, von mir aus kannst du auch forschen. Ja, wir sehen, wie die Punkte hochgehen. Alles klar, Fortschritt bis zur nächsten Stufe. Ja, das geht relativ schnell, würde ich mal sagen. Wenn wir ihn jetzt wirklich forschen lassen die ganze Zeit, dann hat das Aussicht auf Erfolg. Erinnert mich dran, dass wir darauf zurückkommen. So, sehr schön. Die Gäste helfen mal wieder mit, irgendwie rumschleppen. Hier müssen wir nochmal jetzt ein bisschen optimieren. Also erstmal Zone erweitern. Wobei wir so viel Platz jetzt gar nicht brauchen. Achso, dann haben wir noch Sandsteinboden. Ja, jetzt muss das natürlich sein, dass wir das auch noch ergänzen. So. Sind die hier langsam fertig? Boah, wow, das ist natürlich auch ein mega Bauprojekt, was wir hier gestartet haben. Aber ich finde, die Fackeln machen sich wirklich ganz gut hier. Ein sinnlos leerer, mega aufwendig ausgestalteter Raum. Aber nein, es ist für die Toten und damit für die Lebendigen, für die Lebenden. Gott, diese Küche, ey. Wahnsinn. Was macht Schauter? Er sitzt da unten und produziert Stahl. Das ist gut. Wir haben auch schon wieder 74. Ja, das ist aber nix. Wir brauchen mehr Stahl, Leute. Was ist eigentlich hiermit? Nee, wir kommen echt. Das Problem ist natürlich dieses Ding, ne? Das hält unsere ganzen Bauarbeiter auf ohne Ende. Das kann ich schon verstehen. Aber wenn das die Chance reduziert, dass wir Insekten kriegen, dann ist das schon eine feine Sache. Vielleicht sollten wir das auch wirklich in allen Höhlen so praktizieren, dass wir die Böden verändern. Dieser Abend steht unter dem Stern der Bodenanpassung. Wir machen auch hier Sandsteinfliesen rein. Was? Unsere Waffenkammer ist nicht überdacht? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ah, Präzisionswaffen ist abgeschlossen. Das ist gut. Sehr schön. Und das hat unser guter Snowden erforscht. So, aber jetzt gucken wir mal. Wir können uns die Dachzonen doch hier mal angucken. Wo war das nochmal? Dachzonen. Doch. Alles überdacht. Alles gut. Ich soll nicht Sandsteinfliesen machen, sondern Platten. Wo ist der Vorteil? Sieht rustikaler aus, oder was? Sandsteinfliesen sind aber schöner. Eine Lampe ins Medizinlager.
Ach, ist das eigentlich so wichtig? Nö, ne? Oder? Ach so, die mögen ja keine Dunkelheit, wenn sie da reingehen. Okay, das. Oh, ja, ja, muss wohl sein. Ach, Lampen werden auch überbewertet. Ja, es gibt eine Modliste, findest du bei YouTube zumindest in der Videobeschreibung oder bei Steam. So, warte mal, ich war irgendwie von was abgekommen. Ach so, ja, richtig. Stopp. Wir können ja jetzt geile Gewehre herstellen. Können wir das hier machen? Oder wo ist das? Ja, genau. Sehr gut. Ich will auf jeden Fall ein Sturmgewehr haben. Noch. Bitte. Einmal ein Sturmgewehr. Und wir müssen mal auf die Forschung gehen und gucken, wie wir weitermachen wollen. Das ist jetzt eine interessante Sache. Wir könnten zum Beispiel diesen Mechanized Armor Rack bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Pumpen habe ich irgendwie das Gefühl, haben wir kein Problem. Elektronische Toiletten finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Für die Nahkämpfer ein Energieschildgürtel. Der kann ein- und ausgehende Geschosse blockieren. Das heißt, das ist wahrscheinlich nur für den Nahkämpfer. Ich weiß nicht genau. Ein Flachbildfernseher. Das ist alles, glaube ich, nicht so sinnvoll. Das ist auch alles nicht mehr so sinnvoll. Teppiche. Teppiche können natürlich so ein bisschen die Stimmung verbessern. Das ist vielleicht ganz nett. Wisst ihr was? Das schieben wir mal ein. Wir machen mal Teppiche. Damit können wir mal wieder alle Zimmer hübscher machen. Und ich glaube, das bringt was für die Stimmung. Finde ich in Ordnung. Stahl. Es gibt einen Stahlmangel. Schaut da, du musst mehr hier arbeiten an deinem tiefen Bohrer. Hier wollten wir auch noch irgendwas rumbauen. So, Snowden, wie weit bist du? 3,69. Naja, ist schon ein bisschen vorangekommen. Aber wieso baut er denn bitte? Hallo? Weil jemand anderes forscht bestimmt, ne? Ja. Dann geh mal bitte, bitte, anstatt zu bauen. Princess ist so. Nein. Princess, mach mal was anderes. Energieschild ist super. Den Nahkämpfer kannst du dann vor die Fernkämpfer stellen und die fangen die Kugeln ab. Ja, okay. Machen wir das nach dem Teppich. Man sieht, wo die Prioritäten hier wieder liegen. Abfluss verstopft. So, jetzt geht die Forschung weiter. 3,71. Wir nähern uns der 4. Das ist doch schon mal gut. Na, das wird was. Es gibt vereinzelt auch Platz im Kühllager. Das ist doch auch mal beruhigend. Das mit dem Essen scheint zu funktionieren. Sparen wir auch noch mal ein bisschen Platz. Ist doch in Ordnung. Was macht Schauter da? Er meditiert. Ach, schaut mal, so sieht Meditieren aus. Ah, die Symbole sind ja cool. Gab's sie schon immer? Schaut da, meditiert. Auch ein bisschen crazy. Die Heuscheune, ja. Die habe ich. Oh ja. Ah, die ist fertig gebaut. Sehr, sehr gut. Guter Hinweis. Dann können wir das hier auch abreißen. Prima. Ich glaube, da müssen wir den Boden nicht irgendwie besonders bereiten. Das genügt dann, wenn wir einfach das Lager erweitern. So, Paul schläft dort. Und was ist, wie wird eigentlich, warum sieht das Heu so aus und das Heu so aus? Wird das dann so, wenn man es, ach, wahrscheinlich, wenn man es zusammenpackt, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Wie die Besucheroma forscht. Die Besucheroma forscht? Teppich um den Pool. Ja, alles klar. So, nachts passiert nicht so viel. Herbst hat angefangen. Uiuiui. Und wir haben nicht genügend Gästebetten. Naja, da werden wir schon klarkommen.
Snowden hat beschädigte Kleidung. Was hast du denn für ein Problem? Ach so, diese komische Hose. Hatten wir nicht irgendwie gerade tolle Hosen hergestellt? Was ist denn das hier für eine Hose? 97%. Ja, alles klar, Snowden. Dann nimm dir die mal, wenn du wach bist. Ich finde, die könnten das auch mal automatisch machen. Der Pool wird das nächste Goal bei den Unterstützern. Ja, passt auf. Ich verspreche euch, wenn wir hier den Marmorboden fertig gemacht haben, übrigens dafür müssen wir, glaube ich, hier noch ein bisschen weiter abbauen, könnte ich mir vorstellen. Dann baue ich zumindest schon mal... Na, wir sollten hier oben... Ne, warte mal. Wir müssen irgendwie hier noch einen Pfosten übrig lassen. Hier ist irgendwie... Wo ist denn der Pfosten hin? Der ist irgendwie weggegangen. Wir hatten doch hier auch mal einen Pfosten. Das sieht irgendwie unsicher aus, habe ich das Gefühl. Wir müssen mal eine Wand aus Sandstein hier mal irgendwie platzieren. Sonst habe ich Angst. Okay. Ey, die Besucher, die arbeiten mit. Das ist ja fantastisch. Der wurde abgerissen wegen dem Boden. Ah, sowas machen die. Ah, okay, weil ich nicht drauf geachtet habe. Alles klar, verstehe. Man muss die Pfosten mitbedenken. Ich hätte gedacht, ein Pfosten hätte Priorität. Hat es aber offensichtlich nicht. Stimmt, und hier war auch ein Pfosten, oder? Fressack-Attacke, Otto. Naja, soll er. Wartet. Ich kann mich erinnern, dass hier auch ein Pfosten war. Und wisst ihr was? Das sieht dann cool aus, wenn die Pfosten direkt immer bei den Fackeln sind. Dann machen wir es jetzt mal richtig geil. Und bauen das auch noch ab. Ja. Perfekt. Mr. Seraphim, wenn die Teppiche liegen, der Boden gelegt ist und die Besucher glücklich sind und wir eine Rakete haben. Ja, wenn wir jetzt hier den Marmorboden fertig haben, machen wir hier einen Marmorboden. Ich sage ja, heute ist der Abend des Boden, des Bodenherz, des Bodenbereitens. Deswegen gibt es diese Redewendung. Wir bereiten dem Pool einen Boden, Leute. Das ist auch wichtig. Okay, ein bisschen Fleisch haben wir, das ist gut. Was macht Snowden? Snowden ist am Forschen und er ist schon bei 3,76. Herrlich. So wünsche ich mir das. Ich freue mich richtig auf den Herbst und Winter, weil dann kommt keine neue Nahrung mehr rein. Das ist auch schön. So, warte mal, aber jetzt wird es noch interessanter. Sag mal, dieses Abreißen, ne? Das wäre echt auch schon mal schön, wenn wir das erledigen würden. Wisst ihr was? Wir machen jetzt was anderes. Wir kümmern uns jetzt mal systematisch, zumindest die, die jetzt wach sind. Ah, Snowden, lassen wir mal forschen. Um das Thema Hosen. Rekaya, zieh mal bitte diese Hose an. Schauter, zieh mal bitte diese Hose an. Carlotta, zieh mal bitte diese Hose an. Und Paula, kämpft Paula auch mit? Ich glaube ja, ne? Ja. Zieh mal bitte diese Hose an. So, wenn sie anzieht, dann legen wir sie dort ab. Das ist der Plan. Das ist ein bisschen umständlich, aber ich glaube, besser geht's nicht. Okay, Rekayam. Jetzt muss ich mal kurz pausieren. Rekayam, das bist du hier, glaube ich, genau? Genau, also hier bitte... Transfer to Armor Rack. Die Hose. Sehr schön. Wen haben wir hier? Carlotta. Carlotta ist das Ding hier. Genau. Okay. Die Hose hängt da jetzt hoffentlich. Wir prüfen das einmal kurz. Schutzhose ist da. Perfekto. Carlotta, bitte hier Transfer to Armor Rack. So, Schauter und Paula ziehen jetzt noch ihre Hose an. Warum liegen hier diese... Achso, das sind die Hosen, die gerade ablegen. Alles klar, verstehe. So, kurz pausieren.
Schauter, was ist dein Platz? Das ist Paula. Paula, hier. Das ist Otto. Hä, wo ist ein Schauter? Hier ist irgendwas schiefgegangen. Hä? Besitzt er niemand? Was ist hier los? Das ist Murada und Men hier unten, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier stimmt aber was nicht. Wähle Besitzer. Murada. Wähle Besitzer. Man. Und wo hat Schauter jetzt sein? Richard. Snowden. Rekayan. Carlotta. Paula. Otto. Trankagua. Wir haben Schauter vergessen. Oh mein Gott. Alles klar. Das ist ja eine Katastrophe. Schauter braucht sein eigenes Racket. Da ist ja richtig was schiefgegangen. Das muss ja dringend gebaut werden. Schauter kriegt sein Sonderracket hier in der Mitte. Den müssen wir dann nochmal komplett ausstatten. Die Hosen müssen sie natürlich jetzt wieder anziehen, ne? Die sie abgelegt haben. Das ist jetzt auch noch wieder so ein Problem, ne? Habe ich daran gedacht? Die haben jetzt keine Hosen an. Oh mein Gott! Rekayam, zieh jetzt mal wieder... Ne, das ist eine Schutzhose. Ich hoffe, die ziehen sich selber. Ziehen die sich selber Hosen an, wenn die rumliegen? Ich glaube ja, ne? Das machen die, glaube ich. Jetzt laufen erstmal alle Kolonisten nackig unten rum. Durch diese... durch diese Aktion. Was ist mit Otto eigentlich los? Otto ist richtig gut drauf, oder was? Was ist mit ihm hier? Er trägt Bier. Na, das ist nachvollziehbar. Rekayam, die kämpft, ja. Fernkampf, Nahkampf. Ja, die kämpft nicht gut, aber warum sollte sie nicht... Oder weigert die sich? Ist das das Problem? Ist da was durcheinander gekommen? Wartet mal kurz. Bio verweigert nichts. Also sagen wir so, sie kann theoretisch kämpfen. Sie ist zwar total... sie ist total schlecht darin, aber sie kann es. Ich frage mich, ziehen die jetzt auch... Sie ziehen diese... Ah, schaut mal. Sie ziehen selber die Hosen an. Sehr gut, wir brauchen uns nicht darum kümmern. Ach, RimWorld ist doch großartig. Jeder zieht die Hosen von seinem Nebenmann an. Gut. Hier haben wir aber noch weitere Schutzhosen, die wir anziehen können. Wir müssen das Ganze auch mal mit Snowden machen. Der braucht natürlich auch eine Schutzhose. Und du bitte? Waffenhändler sind da. Okay, sehr gut. Das könnte interessant sein. Da können wir auf jeden Fall was verkaufen. Prima. Paula kann sich direkt bereit machen. Okay, ich würde mal sagen, ausstattungstechnisch sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut soweit. Ein paar Leute fehlen noch, ist ganz klar. Aber das nimmt jetzt Formen an, die mir gefallen. Autohose-Funktion. Hosentausch, die neue Sendung auf RTL. Sonneneruption. Ah, okay. Das ist schlecht. Ein Tag lang. Aber gut. Gott sei Dank, es sind nur 21 Grad. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine Superhitze. Das werden wir überstehen, denke ich. Im Moment ist ja alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Mit den Händlern können wir auch so reden. Mal schauen. Lassen wir sie erstmal kommen. Derweil gucke ich jetzt mal, wer hat jetzt... Es hat lange nicht mehr geregnet. Hä? Achso, Richard hat noch keine Hose. Das können wir natürlich auch noch managen. Hier, erzwinge Schutzhose. Temperatur im Medizinlager ist jetzt bei 17 Grad. Das ist ja eine passive Kühlung.
Das Problem ist diese Kühlung jetzt, ne? Natürlich, wenn das ausfällt, aber ein Tag funktioniert das. Ist kein Thema. So, wir müssen auf Richard achten, der seine Hose anzieht und seine andere wieder auszieht. Das kennt er schon. Nackte Kolonisten, ja. Richard, wieso? So, warte. Jetzt hier. Transfer to Armor Racket. Ja, und dann ziehst du seine Hose wieder an. Und dann ist alles gut. Dann bist du auch nicht mehr nackt. So, Paula, komm mal her. Paula spricht mit Tran. Das ist eine laute Sonneneruption, ja, genau. Verabredung. Rekheim hat eine Verabredung mit Snowden für den 2. September 21 Uhr. Okay, alles klar, müssen wir aufpassen. So, was haben wir denn? Wir haben Medizin. Aber ich glaube, na, weiß ich nicht, müsst ihr sagen, ob wir die kaufen sollen. EMP-Granaten. Die waren ja gegebenenfalls ganz praktisch. Nahkampfwaffen brauchen wir nicht. Autoschrotflinte haben wir schon zwei. Schutzweste haben wir selber. Energieschildgürtel. Ja, da haben wir ihn. Kostet aber 577. Wir haben 1400. Könnte man jetzt schon kaufen. Ist vielleicht eine nette Sache. Und ein Recon-Helm. Der scheint mir richtig gut zu sein. Kostet 625. Könnten wir beides kaufen. Wir verkaufen auch erstmal wieder was. Und zwar die beiden Helme aus Stahl. Warte mal, was können wir noch verkaufen? Den Revolver, die Schrotflinte. Das Messer lassen wir noch mal. Bier haben wir 114. Komm, wir haben so viel Bier, wir verkaufen mal 40 Bier. Warum kann ich hier nicht 40 eintippen? Ah, minus 40 muss ich eintippen. Verstehe. So ist das Prinzip. Minus 40. So, alles gut. Was können wir noch verkaufen? Rauchblattjoints haben wir nur 17. Nö, okay, alles klar. So, was sagt ihr? Kleidung. Nee, ich glaube, Kleidung kann ich nicht verkaufen. Das wollen sie nicht haben. Ich habe das Verkaufen jetzt schon mal durchgecheckt. Die Frage ist, ob ihr noch was meint. Also, was sagt ihr? Energieschildgürtel und Reckonhelm. Das ist die Frage, ob wir das jetzt kaufen. Würde uns verbessern. Energieschildgürtel werden wir vielleicht irgendwann erforschen. Bier ist wertvoller als Gold. Ja, stimmt. Ja, Gold verkaufen wir nicht. Das brauchen wir noch als Ressource zum Bauen oder so. Okay, ihr habt keine Meinung? Dann kaufe ich es einfach. Den Helm kaufe ich und ich kaufe auch den Energieschildgürtel. Wo haben wir ihn jetzt? Hier. Zack. Zahlen wir 734. Und irgendjemand möchte mehr Bier verkaufen. Ja, okay, verkaufen wir 70. Ah, minus 70. Ah, geht irgendwie nicht mit Minus. So. Alles klar. Granaten können auch weg. Nö. Die Löschschaumgranate. Irgendwann kommt die noch zum Einsatz. Akzeptieren wir so. Vielen Dank für die Geschichte. Und das wird dann, na mal sehen, wir lassen das erstmal da rein transportieren. Das müssen wir dann auch nochmal machen, wer den Helm bekommt. Ich würde sagen, oh, Feuer. Aber nur hier. Ja, das Gewitter, ne? Das kann unangenehm werden.
So, sehr gut, alles klar. Es gibt Sachen, die Gold kosten. Bei der Vorbereitung habe ich das tatsächlich gesehen. Ja, es gibt sogar eine Vorbereitung, merkt man nicht. Aber irgendwas wollte ich bauen, was Gold kostet. Habe ich vergessen. Werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Haben wir noch Munition für den Granatwerfer? Keine Ahnung. Gute Frage. Konnte man die da kaufen? Und wo sehe ich das? Hier liegt, glaube ich, nichts rum, ne? Das sind Handgranaten. Stimmt, ich glaube, wir haben keine mehr. Das könnten wir im Zweifel auch mal bauen, glaube ich. Das sind diese hier, ne? EMP-Granaten. Wir können sie natürlich auch kaufen. So, die Sonnenoption ist vorbei. Und wer hat hier schon wieder? Murada hat schon wieder Probleme. Was ist denn mit Murada los? Wahrscheinlich, ich weiß, wisst ihr was? Der macht ja überall immer den Dreck weg. Und ich glaube, der sieht einfach zu viel Mist. Forschungsupgrade kosten Gold, aber das hast du ja schon. Nee, irgendwas hat noch Gold gekostet. Glaub mir, irgendwas war da. Irgendwas kostet Gold. Oh, nächstes Feuer. Wir müssen aufs Feuer jetzt ein bisschen achten. Das ist unangenehmer. Das kann unsere gesamte Elektrik jetzt hier betreffen. Princess, mach mal ein bisschen hin. Das sollte nicht brennen. Ja, sehr gut. Muss dann auch repariert werden. The Fishman. Einzelspenden sind auch möglich, entweder über den YouTube Super Chat oder YouTube-Kanalinfos. Da gibt es einen PayPal-Button. Ansonsten leider nicht. Twitch-Partner bin ich nicht, weil ich da nicht parallel streamen könnte. Vielleicht kommt das mal irgendwann. Aber vielen Dank der Nachfrage. So, warte mal. Wo ist jetzt dieser schicke Gürtel hin? Ich sehe den gar nicht, den wir gekauft haben. Der Helm ist da. Aber den Gürtel sehe ich nicht. Die Frage ist, wer kriegt dann den Helm? Murad hat schon wieder einen Zusammenbruch. Snowden, was hat er? 3,86. So, jetzt ist aber die Frage, wer kriegt den Helm? Wer ist vorne dabei? Ich habe das Gefühl, Shouter sollte den Helm bekommen. Das Blöde ist, Shouter hat noch nicht hier sein Armor Racket. Das müssten wir auch mal bald mal machen. Liegt noch draußen das Ding? Okay. Ah ja. Bitte mal dringend reintragen, das soll nicht im Regen dreckig werden. Das wäre unschön. Was hat er denn noch für Aufgaben? Dreimal Schutzhose, dann das Sturmgewehr. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Aber die Granaten sind ja teuer. 15 Kraftstoff, 25 Stahl. Sehr heftig. Und die wirken immer so wenig, habe ich das Gefühl. Feuer. Aber naja. Ich glaube, bei Regen ist das Feuer kein Problem. Das geht ja von selbst aus. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist irgendwie nur ein Alpaka-Gerippe. So, der Gürtel wird hoffentlich mal reingetragen jetzt. Ah, der ist schon drin. Okay, alles klar. Jetzt hat der Regen aufgehört. Jetzt breitet sich das Feuer möglicherweise aus. Nee. Im Gegenteil, es geht aus. Sehr schön. So, die Kolonie schläft. Wer ist nochmal hier unsere Nummer 1 im Bauen? Habe ich schon wieder vergessen. Das ist Rekayem. Ich will mal Rekayem priorisieren auf dieses Racket, dass ich die Sache endlich irgendwie abschließen kann. Macht mich ganz nervös hier, dass der gute Schautan nicht ausgerüstet ist anständig. Das Blöde ist, ach, der hat sich, glaube ich, ja schon eine Waffe genommen, ne? Das ist ja perfekt, alles klar. Gut.
Wir müssen dringend Biotreibstoff erforschen, damit wir Granaten und Sprengfallen herstellen können. Ja, vermutlich. Sehe ich jetzt auch gerade. Mir war nicht bewusst, wofür wir das brauchen. Ich meine, ein bisschen Kraftstoff haben wir, aber wahrscheinlich habt ihr recht. Aber erstmal kommt der Teppich dran. Ah, es geht langsam voran. Hier, das machen wir noch später. Ach, Rekayem ist jetzt dabei. Wisst ihr was? Dann sagen wir ihr jetzt mal, sie soll das bitte prioritär behandeln. Damit der arme Schauter jetzt auch vernünftig ausgerüstet werden kann. Predators in Map? Was heißt das denn? Ein Luchsweibchen? Ist das irgendwas Spezielles, wenn das ein Predator ist? Okay, wir haben einen Verwandtschaftsbesuch. Die Tante, die Schwester von Trankagua und der Ex-Liebhaber von Princess. Ernsthaft? Okay, es kommen wieder deutlich mehr Besucher. Predatoren sind Raubtiere. Ja, okay, alles klar. Sonst sind Raubtiere nicht auf der Karte. Verstehe. Das wird uns angesagt. Ja, das heißt möglicherweise mal ein Jagdtag. So, die Kandelskarawane haut ab. Okay, Racket ist gebaut. Sehr gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Also, das ist erstmal jetzt Schauters. So, Schauter hat bei sich seine Schrotflinte. Das ist schon mal gut. Dann geh bitte jetzt hier hin und nehm dir diesen geilen Helm. Schutzweste, die sind identisch, glaube ich, ne? Ja. So. Das nächste ist, du nimmst dir deine Schutzhose. Schaut, da sieht auch geil aus mit dem. Ah, das ist schon gut. Okay, dann nimmst du dir bitte eine Schutzweste. Und dann packst du alles auf das Rack. Hervorragend. Okay, Lux hält nichts aus, der ist nicht so schlimm. Gut. Dann gehst du hier wieder hin und ziehst deine. Na, du holst dir, glaube ich, selber eine Hose, ne? Bohrt am Tiefenbohrer. Willst du dir nicht erstmal eine Hose nehmen? 47, 97. Komm, Schauter. Hol dir mal eine richtige Hose. Weil das ist hier irgendwie offenbar eine Schutzhose. Warte mal, hier hat irgendwas nicht geklappt. Was ist hier passiert? Schaut da, ich wollte dir das... Hä? Okay, er hat es irgendwie nicht abgelegt. Ich habe es irgendwie... Habe ich es verpeilt? Transfer to Rack. Bitte nochmal. Da ist was schiefgegangen. Vielleicht habe ich es vorher abgebrochen oder Schaut da hat es nicht kapiert. Ja, das Umziehen dauert ein bisschen länger. Wir müssen vielleicht mal die moderneren Racks erfinden. Warum? Ah, wisst ihr was? Ich hab... ich weiß was. Ich weiß was. Ich muss dieses Lagerding... Das konnte man irgendwie kopieren. Genau, Einstellung kopieren. Das alte Thema, Einstellung einfügen. Und dann ist das, glaube ich, richtig. Ja, alles klar. Puh, Einstellung fehlen, ja. So war's. Okay. So,
So, und jetzt ist alles gut. Und jetzt kannst du dir bitte auch diese Hose anziehen. Und dann solltest du hier zufrieden sein. Und wir gucken uns das jetzt mal an, ob hier alles gelagert ist. Jawohl, so gehört sich das. So, dann ist jetzt das Letzte, was wir in dieser Hinsicht machen müssen, ist Carlotta, würde ich sagen, als Nahkämpferin, ihr zu sagen, dass sie diesen Gürtel bitte da anziehen soll. Und ich glaube, der Energieschildgürtel, der verlangsamt nicht, oder? Ne, ich glaube, der verlangsamt nicht. Den kann sie quasi immer anziehen. Das brauchen wir nicht ans Racket machen. Wobei sie das wahrscheinlich sowieso ablegen wird, wenn wir sie einmal dahin schicken. Okay, soweit in Ordnung. Was ist mit Snowden los und seiner Forschung? 3,96! Leute, wir sind kurz davor. Snowden, was machst du jetzt? Scannt am tiefsten Scanner. Sehr schön, das bringt die Forschung. Genau, Schildgürtel für die Messeroma. Die hat auch eine richtig gute Nahkampfwaffe jetzt. Das wird spannend, wenn die da möglicherweise vorsteht und auf die Gegner zurennt. Ich bin mir nicht sicher, ob man das so wirklich so hart betreiben kann. Wir wollen es sicher nicht übertreiben. Die Sonneneruption, ist sie immer noch da? Ich glaube, die ist weg, ne? Können wir wegklicken. Nee, läuft ja auch alles wieder. Elektrik geht wieder. So, 3,97. Leute, es wird interessant. Es geht voran. Naja, lohnt jetzt nicht zu warten. Das läuft schon. Okay, was sind jetzt so die nächsten Sachen, die wir machen wollten? Wie sieht es aus mit dem Stahl? Wir haben 194 Stahl. Na, langsam wird's was. Sehr gut. Hier sind wir fast durch mit dem Boden. Dann würde ich sagen, lassen wir sie erstmal die anderen Bauarbeiten machen. Jäger ohne Fernkampfwaffe, ja. Okay, wir haben zu viele Gäste. Aber immerhin, die Betten sind da. Irgendjemand hat immer einen leichten Zusammenbruch. Ich glaube, das ist Murada. Immer wenn er mal wieder durch irgendeinen dreckigen Raum läuft oder so. Oder? Ist es Murada? Ja, es ist Murada. Aber Leute, wenn wir einen Teppich haben, dann sieht alles anders aus. Durchnässt, ohne Tisch gegessen, hat eklige Nahrung gegessen. Wieso eklige Nahrung? Was? Er aber holt sich erstmal ein Bier. Ich glaube, das ist ganz gut. Es war bislang ziemlich ereignislos. Ja, habe ich mir doch gewünscht, dass es heute ereignislos ist. Gemütlich vor uns hinbauen. Bisschen optimieren. Dafür hatten wir zuletzt aber auch sehr, sehr viele Ereignisse. Muss man auch mal sagen. So, aber das nächste Projekt, was ich angehen will, ist eigentlich... Ist er eigentlich da unten wieder am Start? Nee. Was macht Schau da? Der duscht. Okay. Das nächste, was ich eigentlich angehen will, ist mal so eine Autokanone bauen. Das ist doch was Feines. Wir gucken uns das schon mal an. Sicherheit. Autokanonenturm. 6 Watt, wir haben keine Bauteile. Und 350 Stahl. Okay, wow. Und 40 Plastahl, das ist ja mega. Okay, bevor wir das starten, müssen wir nochmal finden, wo wir angeblich irgendwo Plastahl gefunden haben. Das ist Uranerz. Auch interessant. Hier haben wir Stahlreste. Das ist aber nicht Plastahl, ne? Ohne Plastahl können wir das nicht angehen. Hier haben wir auch Stahlreste. Oder ist das Plastahl? Sollen wir aus den Hotelzimmern südliche Wand der Kolonie? Sandstein. Marmor. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Bei den Fäkalien. Ach, ihr meint, wir haben irgendwie einen Tiefenscan gehabt? Ah. Plastareste. Oh, 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 oh. Alles klar. Ja, super. Das hatte ich überhaupt nicht in Erinnerung. Sehr schön.
So, Snowden ist bei 4. Großartig. Wir können die Arbeit wieder verändern. Das heißt, Snowden geht forschen wieder raus. Transporterte 1, Handwerk 1, Schmieden 1. Wobei es natürlich jetzt blöd ist, ne? Da muss Trankagua schmieden. Und er muss dann Handwerk machen. Sie macht dann Handwerk 2. Und dann kann es jetzt mit der Medizinherstellung losgehen. Wer hätte das gedacht, dass Snowden diesen Job übernimmt? Medizin herstellen. Wir wollen das. Wie viel wollen wir immer haben? 10 oder 20? Sagen wir mal 15. Okay. Ja. Das ist solide. Wir hatten doch aber eigentlich hier auch mal gute Medizin. Kann ich mich irgendwie erinnern? Ja, was nämlich hier gemacht werden muss, ist eigentlich hier Bauteile zu bearbeiten. Aber dafür fühlt sich irgendjemand nicht zuständig. Ist das eigentlich Bauteile? Ist das Schmieden? Oder ist das auch Handwerk? Dinge mit Arbeitsplatz fertigen. Wahrscheinlich ist das auch Handwerk, ne? Dann sollten wir vermutlich Trankagua das auch nochmal mitgeben. Wir müssen gucken, dass mit dem Schneidern das nicht übertrieben wird. Ja, ist aber im Moment nichts in Arbeit. Haben wir Stoff? Also Stoff müssten wir eigentlich ohne Ende haben. Also wir haben Wolle. Ist Wolle Stoff? Wir haben 25 Teufelsgarn, 102 einfacher Stoff, ja. Haben wir. Und unendliche Ledervorräte. Okay, also das müsste klappen. Aha, und dieses Zeug, Neutramin, kriegt man also nur durch Handel. Dann ist das ja wirklich eine super wertvolle Sache. Gut zu wissen. So, die Verabredung war die eigentlich schon. 2. September. Ah ja, die muss jetzt gewesen sein, oder? Ich hoffe, die haben sich getroffen. Und alles hat geklappt. Ah, schaut mal. Trankagua ist auch schon am Arbeiten. Das ist hervorragend. Bloß Snowden ruht sich aus. Ja, jetzt ist ja auch nachts. Kann ich nachvollziehen. Gut. Prima. Hier oben sind wir auch soweit durch. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wurde das hier schon abgebaut? Ah, die sind auch dabei. Ja, okay, alles klar. Wenn wir das haben, dann können wir endlich die nächsten Bauprojekte angehen. Und was wir gesagt haben, wir wollen den Tiefenbohrerraum, da wollen wir einen Raum draus machen. Wahrscheinlich einfach, weil das damit das geschützt ist, oder? Damit er da nicht im Regen sitzt, damit Feinde da nicht rangehen oder so. Keine Ahnung, vermutlich das ist der Grund. Ich weiß nicht, warum ihr sowas machen wollt. Aber ich vertraue euch mal. Wir machen einen kleinen Raum, wo vielleicht auch noch eine Lichtquelle reinpasst. So. Und eine Tür. Okay, reparieren lassen. Die Sandsäcke sind beschädigt. Alles klar. Gucken wir mal, ob repariert wird. Ja, guter Hinweis ansonsten. Aber das bauen wir jetzt schon mal. Die Sandsäcke. Oh ja. Die sehen nicht gut aus. Oh ja, die sind wichtig. Na gut, dann lassen wir das mal abwarten. Das muss gemacht werden. Ich denke, wir wollen einen Pool, aber Leute, die Sandsäcke sind doch wichtiger. Die müssen repariert werden. Habt doch mal Verständnis.
Oh, 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 oh. Was ist hier los? Ein Waschbär. Ein wütender Menschenjäger-Waschbär. Schießt dann unser Ding eigentlich, wenn er in Reichweite kommt? Warte, 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 warte. Da müssen wir mal... Ja, das... Ja, geil. Ich würde mal sagen, das ist ein echt präzises Mini-Geschütz gewesen. Der verrückte Waschbär hat sich erledigt. Sehr geil. Ey, warum darf ich nicht schneller machen? Doch, jetzt darf ich wieder schneller machen. Alles klar. So, dann bin ich mal gespannt. Ob jetzt auch mal repariert wird. Rekaya ist doch diejenige, ne? Bauen Rekayem und Otto. One-Shot-Wonder, ja. Und Fleisch, stimmt. Stichwort Fleisch. Wir haben auch kein Fleisch mehr, aber wir haben auch keinen Platz mehr. Das ist noch wieder ein anderes Thema. Also mit dieser Ablage bin ich übrigens zufrieden. Das war eine gute Sache, dass wir die gemacht haben. Das gefällt mir. So, ach, da unten ist so eine Ecke. Ernsthaft? Oh. So, komm, wir bleiben jetzt mal bei Rekayem. Baut Wand. Welche Wand wird jetzt... Ach, die baut jetzt da unten erst. Ja, die Bauaufträge sind wichtiger. Ja, ich gebe zu. Naja, lassen wir sie mal bauen. Kann man eigentlich auch an einem Kolonisten dranbleiben, so kameratechnisch? Geht bestimmt, ne? Aber diese Funktion ist das, glaube ich, nicht, ne? Cinematica... Attenborough. Naja. Ich würde ihr gern folgen. Sie trägt Holz zur Tür. Okay, ja, sie macht alles selber. Sehr ordnungsgemäß. Sag mal, wir haben jetzt noch eine Hose über. Halt, das können wir auch mal checken. Irgendjemand hat jetzt noch keine Hose. Schutzhose ist da. Schutzhose ist da. Was ist eigentlich hier noch zusätzlich? Ach, eine Schutzjacke wäre noch das nächste. Schutzhose ist da. Schutzhose ist da. Da, hier. Wer ist das? Wer fehlt hier mit der Schutzhose? Otto. Otto pennt. Otto hat noch keine Schutzhose. Trankagua hat auch noch keine Schutzhose. Oh, auch noch nicht. Vier Schutzhosen fehlen noch. Ernsthaft? Kann das wahr sein? Oder haben die aus Versehen irgendwie an? Nee, wir brauchen tatsächlich noch vier Schutzhosen, Leute. Die Arbeit ist noch nicht getan. Hier muss noch weitergearbeitet werden. Ach ja, ja, drei sind ja auch noch in Arbeit. Das ist ja alles perfekt getimt, Leute. Otto hat die Rüstung. Ja, aber das ist doch was anderes. Rüstung und Schutzhose? Oder kann man nur Rüstung oder Marinerüstung? Ach so, das ist eine Komplettrüstung. Ah, okay, alles klar. Das ist eine Komplettrüstung. Ah, sehr gut. Wusste ich nicht. Cool. Gut. Dann brauchen wir... Dann haben wir eine über. Das ist auch in Ordnung. Machen wir trotzdem. Wenn du einen Kolonisten folgen möchtest, musst du mit dem Mausrad auf das Profil des jeweiligen Kolonisten klicken. Aha. Halt, Leute, wir haben keine Forschung. Die Teppiche sind fertig. Ein wichtiger Moment. Ein wichtiger Moment. Aber wir müssen in die nächste Forschung gehen. Wir könnten Biokraftstoffe machen. Um eigene Granaten herzustellen und Sprengfallen, wurde gesagt. Komm, das ist, geht ganz schnell. Machen wir mal. So, und jetzt, was hatten wir jetzt? Irgendwas Geiles hatten wir erforscht. Achso, Teppiche, ja. Teppiche, geil. Jetzt geht's los, Leute. Teppiche. Ob man auch Lederteppiche machen kann? Wer macht denn Teppiche? Ich dachte, das macht der Schneider. Oder können wir Teppiche jetzt einfach... Warten mal. Sind die, tauchen die jetzt hier einfach auf? Wie komme ich an Teppiche? Diverses? Nee. Böden? Roter Teppich. Ah! Ha, 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 ha. Stoff! Ja, geil! Okay, Leute. Sehr schön. Dann geht's jetzt los. Ein grünen Teppich. wie macht man das? Ach so, da macht man... Das macht man so als Bettvorleger, so, ne? Ah, ich verstehe. Das ist wie so ein Boden.
Geschichte. Wisst ihr was? Wir machen erstmal überall nur einen. Grün. Murada kriegt einen blauen. Schauder kriegt einen cremeweißen. Wir machen beim Bürgermeister ins Büro hier einen roten Teppich rein. Einen dunklen Teppich bei Otto. Ein grüner Teppich bei Trankagua. Cremeweißer bei Princess. Das geht jetzt richtig ab hier. Ach so, dann wird wieder nicht repariert, ne? Ja, Sandsack reparieren. Ja, ja. Pass auf, das machen wir manuell, ne? Hier machen wir auf der einen Seite, ne, hier machen wir zwei blaue Teppiche, hier links und rechts. Hier noch einen cremeweißen. Im Hotel machen wir später erstmal noch, ne? Und hier machen wir hier den dunklen Teppich so. Okay, Rekaya, was macht sie jetzt? Sie trägt Sandstein dort unten hin. Ja, das ist auch wichtig. So, jetzt gucke ich mal. Ah, sehr geil. Gut, danke für den Hinweis. Ich bin das perfekte Opfer für Hütchenspieler. Heute geht es nur um den Boden. Ja, genau, so sieht's aus. Jetzt geht sie zurück, um Schokolade zu essen. Ernsthaft. Es ruckelt ein bisschen, ne? Die Verfolgerkamera. Toll. Dafür unterbrichst du deine Arbeit. Setzt sich an den Tisch und isst mal so, so einen Block Schokolade weg. Jetzt duscht sie, jetzt wird es wahrscheinlich schon Abend. Die Sache ist schon gegessen wieder. 16 Uhr. Man hat inspirierte... Oh, das ist jetzt ein intimer Moment, den wir hier erleben. Okay. 8 Tage. Ah, ersetzt beschädigte Bauteile in Batterie. Wo ist das denn bitte? Okay. Okay, wir lassen das mal. Wir folgen mal nicht mehr. Das macht mich nervös. Ja. Ah, da ist was kaputt gegangen. Gut. Sehr aufmerksam. Rekayem, passt mal auf. Damit hier die Leute nicht nervös werden, machen wir jetzt Folgendes. Reparier mal hier. Das sind aber alles Einzelsandsäcke, ne? Oder macht sie jetzt da alle? Offenbar brauchen wir auch kein Material zur Reparatur. Ja, ist nur einer, ne? Kann man das auch irgendwie, wie soll ich sagen, priorisieren, reparieren, priorisieren? Das wäre irgendwie geil. Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann ist das jetzt kein guter Weg. Dann muss sie das erstmal zu Ende bauen. Wir hoffen mal, dass jetzt kein Überfall kommt. So ein allgemeiner Prioritäts-Button, den gibt es scheinbar nicht. Die Gäste pennen auf dem Klo? Na, typisch. Im Moment nicht, aber jetzt sind gerade viele da. Abenddusche. Ach da! Was ist das denn? Richard, ach, das habe ich noch nie gesehen. Jemand benutzt die Badewanne. Wie gut ist das denn? Ja, geil. Ach, das, unser Klo war aber auch ein richtig großartiges Projekt, was wir hier gemacht haben. Okay, Steuerung oder Shift Priorität. Ja, wir vertrauen mal der Sache, dass jetzt schon nichts passieren wird. Jetzt werden erstmal die Teppiche geknüpft. Inspirierte Zähmung. Sie wird das nächste Tier zähmen, egal wie schwierig es ist. Oh, das ist interessant. Gibt es jetzt hier ein interessantes Tier, was sich es lohnt zu zähmen? Wir könnten Muffalo mal wieder zähmen. Er hätte lieber den Whirlpool benutzt. was meint ihr? Wollen wir das nutzen? Aber wir haben dann erstmal nur ein Muffalo. Übrigens, wir haben auch einen Warg auf der Karte, sehe ich gerade. Eine Schildkröte. Sollten wir eigentlich diese wilden Tiere mal bekämpfen? Oder sagen wir einfach, die kommt schon nicht zu uns? Hm.
Boomaloop für Treibstoffherstellung. Nee, ist mir zu riskant. Das geht doch wieder schief. Wir lernen doch jetzt die Treibstoffherstellung. Den Varg? Varge können tragen? Ernsthaft? Warte mal. Und aber ist das dann, kann man sich dem ungefährlich nähern? Oder wie macht man das jetzt? Das wäre natürlich eine geile Sache. Also wenn jemand tragen kann, das ist gut. Okay, wenn er schläft. Geht das? Man kann da einfach hingehen. Warte mal. Princess. Princess, wach mal auf. Du hast jetzt einen Nachtjob. Das wird jetzt interessant. Sicherheitshalber kann sie sich doch eine Rüstung anziehen, oder? Ich glaube, das hilft. Sie hat ja kein Racket, weil sie nicht kämpft. Okay, 10 Chance ist 100%. Ich muss mich nicht... Okay. Leute, ich vertraue euch jetzt, ne? Ich will jetzt nicht Princess verlieren. Okay. Warte mal. Halt, nee, ich muss hier über Tiere gehen, ne? Über Wildtiere. Varg. Zähmen. Tier schläft. Ich kann nicht zähmen. Okay, Leute, wir machen das anders. Princess soll sich mal wieder ausschlafen. Beziehungsweise wir bekleiden sich schon mal. War Princess nicht schon mal tot? Wieso soll sie tot gewesen sein? Norda würde es nicht machen. Vielleicht mit dem Bodyguard. Ich rüste sie trotzdem aus. Ja, wir schicken Schauter als Bodyguard mit. Das finde ich eine gute Idee. Das wird eine geile Aktion. So, Schutzhose. Helm. Dann kann sie ihm erstmal wieder machen, was sie will. Und ja, dann warten wir ab, bis der aufwacht. Nix da, nix da. Verdammt, ein Mechanoidenschwarm. Okay, shit. Okay. So. Nun gut. Na, endlich wird hier gesagt. Wir haben EMP-Granaten. Haben wir eine, zwei. Okay, es müssen auf jeden Fall alle in den Kampfmodus. Und alle erstmal zum Racket laufen. Princess, die will ja nicht kämpfen, ne? Aber die kann doch jetzt vielleicht auch eine EMP-Granate nehmen. Ah, nee, kann sie nicht ausrüsten. Alles klar. Nee, dann geht's nicht. Snowden. Aufwachen, Racket. Rekayam. Schauter. Carlotta. Paula. Otto. Da stimmt schon wieder was nicht. Trankagua. Hast du kein Racket? Doch, sie geht dahin, ne? Ja, alles klar. Murada. Man. So. Princess kann trotzdem noch den Varg zähmen. Ja, ich werde sie nicht da jetzt bei den Mechanoiden hinschicken, oder? Was? Wer weiß, wo die da lang gehen. Der ist dort. Die Mechanoiden sind dort. Nee, das kommt, das machen wir nicht. 8 Tage hat sie auch noch die Inspiration. Das ist jetzt noch ein anderes Thema. Paula vorher was zu essen geben. Wo ist denn Paula? Paula müssen wir überhaupt in eine andere Region schicken. In Sicherheit. Paula schläft erstmal. Zone.
Rückzugsgebiet oder so. Was ist ein Rückzugsgebiet? Nein, das haben wir irgendwie nicht definiert. Oder was ist das? Ah, das ist Weide. Ja, soll man in der Weide bleiben. Das ist gut. Und unser Hund. Heimat. Rückzugsgebiet. Genau. Okay. Gut. So, mal sehen, ob wir jetzt, ob das mit dem Racket so funktioniert oder ob wir wieder zu langsam sind. Na, zwei sind es. Okay, die Leute sind da. Ziehen sich um. So, wer ist als erstes? Ist Murada fertig. Es sieht ja so aus, als ob der Angriff komplett von hier unten stattfinden wird. Dann gehen wir auch mal komplett dahin jetzt. Machen wir mal so. So, Trankagura ist auch schon fertig. Wird jetzt schön pausieren. Carlotta hat ihr Schutzschild. Aber sie equippt gerade. Schauter ist fertig. Otto ist fertig mit seiner geilen Rüstung. Nur zwei, das ist ja lahm. Ja, nur Leute. Also bitte. Freuen wir uns doch für unsere Leute, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm endet. So. Carlotta. Ja, die bringen wir mal hier in die zweite Reihe. Müssen wir gucken, ob wir sie vorschicken. Ich traue dem Frieden noch nicht so richtig. Geil, wie sie sich jetzt alles equippen. Halt, falsche Granaten. Ja, Richard. Ja, wir haben ja noch gar keine Granaten equipped. Richard ist ja noch unterwegs. Okay, Paula ist fertig. Wo sind sie? Ich sehe nur den. Ah, okay, der ist schon hier. Ja, gehen wir mal hier in die zweite Reihe erstmal. Die ersten unserer Leute sind auch schon da. Rikayem ist da. Zweite Reihe. Snowden ist letzter. Okay, Snowden ist aber der Scharfschütze. Den sollten wir vielleicht besonders irgendwo positionieren. Vielleicht kann der hier hinten raus oder so. Mal gucken, wir bringen ihn erstmal dorthin. Vielleicht können wir von der Ecke irgendwie feuern. Mal sehen. So, der eine müsste jetzt schon irgendwie in der Nähe sein, ne? Was ist mit dem hier? Schläft der oder was? Ne, der bewegt sich. Halt, Man ist auch ein Nahkämpfer. Der muss zurück. Murada steht da ungünstig. Kann sie vielleicht da erstmal hinstellen. Wobei da kein Sandsack ist. Dann geht er auf die Position von Man. So. Wo ist denn das Ding jetzt? Ja, mach da erstmal alles kaputt. Du Saftsack. Das ist natürlich jetzt beschissen. Ja, ernsthaft, ne? Das ist so dämlich. Und der feuert auf den Gast. Ich fasse es nicht. Sagt mal, hätten wir hier zu Ende gebaut, hätte ich nicht auf euch gehört mit dem Reparieren der Sandsäcke. Das war jetzt genau. Ja, wir hätten den Tiefenbohrer sichern sollen. Oh Gott, der Ärmste. Okay, das ist gut, der lockt den raus. Das ist schon mal sehr gut. Hervorragend. So, sind unsere Leute jetzt langsam da? Ja, wir haben hier gar nicht so viel Platz. Man läuft auch mal dahin. Paula hat Autoschrotflinte. Ach komm, geh mal da raus. Wo ist Snowden? Geht in Position.
Oh, der feuert auch. Das ist schon mal nicht schlecht. Der kämpft mit. Das ist gut. Unsere Leute sind noch nicht in Schussreichweite. Geh mal da an die Ecke, Snowden. Unsere Kanone feuert auch auf den Gast natürlich, also quasi indirekt mit. So, das war's. Der ist erledigt. So, jetzt wird's hier ernst. 52%. Prozent. 30%. Okay, den haben wir. Alles klar. Wo ist das andere Ding? Ih, das feuert von da hinten. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Snowden. Wie weit kannst du schießen? Auf was feuert er jetzt? Auf das Ding? Wir haben jetzt hier keine gute Deckung. Der Gast lebt noch. Ja, wir. Das ist jetzt kein richtiger Moment jetzt, mit dem Gast irgendwas zu machen. Leute. Sieht man irgendwo die Reichweite? Der schießt auf unser Geschütz, oder was ist das? Ja, könnte sein. Aha, jetzt ist er in Reichweite. Na, gucken wir mal, was Snowden drauf hat. Jawoll! Jawoll! 40% mit einem Schuss! Snowden ist ein Held. Was macht er jetzt? Geht er auf Snowden? Nein! Wer schießt denn hier? Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Oh mein Gott, da waren mehr Leute. Da waren noch mehr. Ja. Na gut. Dann hoffen wir mal, dass das ebenso gut ausgeht. Okay. Was? Ich soll auf die Waffe klicken? Von Snowden oder was? Das Problem ist jetzt, lassen wir Snowden jetzt da stehen. Nicht, dass er dann in Schussreichweite von denen kommt. Das ist ein bisschen ein Problem, ne? Ein bisschen lassen wir noch, ne? Jawohl! Ah, Snowden ist ein Held! Aber der hat immer noch 61%. So, hier wird fleißig gefeuert schon wieder. Das passt. Der schießt darauf. Okay. Solange das hier gut geht, lassen wir Snowden feuern. Hier sind wir bei 19, das kriegen wir hin. Okay, der ist auch erledigt. Gut. Der ist bei 22. Snowden macht es, Leute. Snowden ist unser Held. Der nervt natürlich jetzt noch. Jawohl. Okay, Snowden hat das Ding im Alleingang ausgeschaltet. So wünsche ich mir das. Jetzt ist noch der dran. Ich würde mal sagen, wir gehen mal vielleicht hier hinter in Sicherheit. Die schießen dort auf. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Okay, Reichweite müsste angezeigt werden, wenn ich mit Maus über die Waffe gehe. Ah, sehe ich jetzt keine Reichweite. Ah, über die Waffe, alles klar. Über das Waffensymbol. Okay, gut, guter Hinweis. Da kommen wir vielleicht sogar schon in Reichweite. Nee, ah, schade. Dann müssen wir uns riskieren, hier hinter zu stellen. Ich hoffe, ist ein bisschen risky, aber wir sind in Reichweite. So. Die EMP haben wir vergessen, aber wir kämen auch gar nicht so nah dran. Obwohl, warte mal, wir könnten uns natürlich. Was ist mit Richard? Richard steht da noch. Ah, pass mal auf. Du rüstest mal das aus und dann können wir uns von hinten ranschleichen und von der Ecke aus ihn vielleicht bewerfen oder so.
ein Feuerduell. Snowden gegen Roboter. Hast du das Ding ausgerüstet? Ja. Okay, Richard, dann geh mal hier runter. Stell dich erstmal dahin. Jawohl. Die haben oben alles zerschossen. Oh ja, verdammt. Das haben wir echt nicht bemerkt. Krass, 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 krass. Okay, nicht die Granaten verschwenden, sagt ihr. Ja, Snowden macht das, glaube ich, auch alleine. Wobei der das Ding natürlich jetzt auch hübsch beschädigt, aber das läuft noch. 37%. Snowden wirklich 50% oder so Treffergenauigkeit. Echt gut. Das Ding kann natürlich auch explodieren. Das hat nur noch 55 von 100. Tja, verschwenden wir jetzt die Granaten oder lassen wir das Duell hier laufen? Oh, Snowden muss mal wieder treffen, Leute. Das tut sonst irgendwann weh. Ja, 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 ja. Seltene Thrombos. Na toll. Ah, knapp. Nee, wir lassen ihn mal hier noch schießen. Oh, 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 Snowden, weg. Weg, Snowden, geh weg. Nein, geh weg. Scheiße. Scheiße, schau da. Schau da. Was hat der denn für eine Explosionsreichweite? Und er ist erledigt worden. In dem Schuss gerade. Ernsthaft? Oh Mann. Ach, Granaten sind unendlich. Oh mein, das hättet ihr sagen müssen. Oh. Thrombos sind noch besser zum Zählen. Das sind Kampfpanzer. Okay. Okay, mehrere Sachen, die nicht optimal gelaufen sind. Hm. Gut, die unendlichen Granaten wäre ein Thema gewesen. Und das zweite ist, naja gut, lassen wir das jetzt mal. So, um Schauter müssen wir uns kümmern. Warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Otto ist Arzt. Otto geht aus dem Kampfmodus. Schaut da, wie geht's? Ja, es geht, glaube ich, ne? Wir gucken mal an, was hier passiert ist. Er hat eine Explosion von der Explosion am linken Arm und eine Quetschung im Magen und am Oberkörper eine Prellung. Ja, alles klar. Gut. Dann, wartet mal. Ich glaube, wir müssen Transfer to Racket jetzt wieder bei allen sagen. Aber ansonsten ist das ja alles einigermaßen glimpflich ausgegangen, ne? So, und Richard auch. Nur der arme Schauter. Hat der? Der hat's auch, ja, alles klar. Ach so, den Gast retten. Ja. Der Gast ist ein guter Mediziner. Ein ganz guter Fernkämpfer. Tiere. Bleeding out in 2 Stunden. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Princess. Rette Juan.
Die Frage ist, ob das genügt. Wahrscheinlich nicht, ne? 2 Stunden ist zu knapp. Aber ehrlich gesagt, jetzt der Gast, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen herzlos. Wir müssen, wenn dann überhaupt, hier mit Schlafplatz agieren und das dann mal wieder zum Krankenbett machen. Und naja, weiß nicht, ob das noch klappt. Ich glaube, der stirbt uns. Ein Juan würde noch gut in die Kolonie reinpassen. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit der Koloniegröße, aber allerdings, wir können auch hier noch einen neuen Esser gebrauchen. 1 Stunde. Na, ich glaube, das wird nichts mehr. Ach so, halt, warte mal, warte mal. Du musst ihn doch dahin bringen. Was machst du da? Warum bringt sie ihn jetzt nicht zum Krankenbett? Zum nächstgelegenen Krankenbett? Was macht sie da? Frische Organe. Weil die anderen Betten besser sind. Okay, alles klar. Ja, sie hat auch keine Medizin da, ne? Gut, dann verbieten wir die mal. Otto könnte eigentlich mal Medizin oder so nehmen. Vielleicht hilft das, wenn wir ihn da auch noch hinschicken mit Medizin, während sie irgendwie die Erstversorgung macht. Okay, alles klar. Ja, steht rum. Hallo? Ich dachte, die kümmern sich jetzt um ihn. Wieso steht sie rum? Hä? Der blutet und sie steht rum. Mediziner müssen in Zivil sein. Nee, verpflegen will ich nicht. Okay, das Problem ist. Ah, ja, alles klar. Das Problem ist. Prognose behandeln. Dass sie jetzt erstmal Medizin holt. Alles klar. Aber Otto ist möglicherweise auch schon da. Nee, das wird nichts mehr. Ja, Leute, für das Opfer können wir jetzt nichts. Otto legt sich wieder hin. Dass sie immer nicht irgendwie so eine Basic-Medizin mit dabei tragen. Ach, Medizin verbieten. Ah, Leute, ich habe die ganzen Basics vergessen. Okay, keine ärztliche Behandlung ohne Medizin. Ah, alles klar. Gott. Princess. Okay, also wenn der drauf geht, geht das mal wieder auf meine Kappe. Wie so oft. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Oh Gott, die war schon so weit weg. Das war's, Leute. Ich habe ein schlechtes Gewissen, ich gebe es zu. Ja, aber ich gebe zu, mein Enthusiasmus für diesen Gast hielt sich auch sehr in Grenzen. Carlotta. Trag den mal weg da. Aber er hatte ganz gut Silber dabei. Und Milch, immerhin. Wir werden sie in ehrender Erinnerung behalten. Ja, ich weiß nicht.
Ich verbinde ehrlich gesagt mit dieser Person gar nichts. Ich weiß nicht, wofür ich sie ehren soll. Dass sie völlig idiotisch da in das Schussfeld der Feinde, Rückzug in die Natur, schaut da, ist in der Natur entkommen und findet bei der Jagd Erleichterung. Was? Ernsthaft? Rüstet sich mit dem Revolver aus? Oh mein Gott, nicht, dass er da dem Warg entgegenkommt. So. na gut. Schaut da. Was soll denn der Scheiß jetzt? Du bist krank, du bist angeschlagen. Wir können ihn jetzt nicht steuern. Zähm. Okay, warte mal. Ihr wollt jetzt, dass wir diese besonderen Thrombos zähmen, oder? Was war das jetzt nochmal? Alpha-Thrombo. Und die sind gut? Die sind wie Panzer, sagt ihr. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den männlichen Thrombo. Der ist bestimmt dann wie ein doppelt guter Panzer. Die Dinger sollten wir mal erlauben. Okay, dann schicken wir jetzt Princess los, die eigentlich schläft. Ach, komm. Nee, wer weiß. Es kann sein, dass die möglicherweise wieder abhauen. Wer weiß. Wildtiere Warg muss jetzt mal weggemacht werden. Und Alpha Thrombo Männchen an. Ein Grab für Juan. Oh ja, Krankenbetten. Oh ja, wichtig, wichtig. Schaut, da ist er krank. Möglicherweise, wisst ihr was? Möglicherweise hat er sich jetzt in die Wildnis begeben, obwohl er krank ist, weil die Krankenbetten nicht zur Verfügung standen. Das wäre doch möglich, oder? Schrecklicher Gedanke irgendwo. Irgendwie habe ich so ein bisschen Angst, dass der Warg ihm in die Quere kommt. Das gefällt mir alles nicht, was hier passiert. Princess lassen wir aber jetzt erstmal schlafen. Schaut ab. Das ist... Ich weiß nicht. Ist das wirklich eine gute Idee? Jetzt holt er sich... Auf wen schießt er denn da jetzt? Auf den Alpaka. Ich habe Angst um Schauter. Irgendwas passiert hier doch. Können die Alpakas auch böse werden? Ah, schaut mal. Sie genossen ihren Aufenthalt. Obwohl hier Mord und Totschlag herrschte. Hör doch mal auf, hier rumzuballern. Also wirklich. Stellt euch vor, er schießt auf die Thrombos. Ja, das wäre eine Katastrophe. Ich habe Angst um den. Hör mal auf. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Gott sei Dank sind hier genug Alpakas, ne? Das ist total ein Spinner, ey. Ja, ich wollte Princess nicht wecken, ne? Aber jetzt, wo er hier rumläuft, ist es wahrscheinlich doch besser, wenn wir ihn wecken. Nicht, dass hier noch was passiert. Ah, Man ist hier auch schon am Start. Beim Zähmen. Dann versuchen wir den anderen Alpaka auch zu zähmen. Alpha Trumbo meine ich. Schaut da, hör mal auf jetzt mit diesem Scheiß. Der hat keine Inspiration. Ja, kann da irgendwas passieren? Katastrophe incoming? Da kann was passieren. Okay, alles klar. gut. Dann. Ja, warum habt ihr gesagt, ich soll beide zähmen? Dann geht das ja gar nicht. Das gilt ja nur für den einen. Okay, warte. Der Trumbo wird sauer. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in den Kampfmodus. Und schicken ihn mal schnell weg. Man, lass es mal sein. Kann da was passieren? So, Princess ist auf dem Klo. Auf dem Kloweg.
Komm, mach du das mal. Hungernde Kolonisten. Ja, schaut da. Ey, der Typ macht mich jetzt echt fertig mit seinem Rumgeballer. Oh, und das... Ich glaube, so ein Steinbock kann auch mal wütend werden, oder? Hör doch mal auf! Nein, er geht jetzt auf den Luchs. Oh mein Gott, schaut da. Hör auf mit dem Scheiß. Wahrscheinlich sollte ich... Ich sollte wahrscheinlich irgendjemanden dahin schicken, der ihm irgendwie ein bisschen zur Seite steht bei dieser ganzen Aktion. Wisst ihr was? Wir schicken mal Paula in Kampfmodus und sie soll sich mal equippen. Ich habe ein bisschen Angst um ihn. Mit der nächsten Inspiration dann den zweiten. Ja, wir haben ja jetzt erstmal nur eine Inspiration. Schaut da, geh doch nicht auf diesen scheiß Lux jetzt. Ernsthaft. Und der ist angeschlagen. Princess. Oh, jetzt geht er da noch übers Wasser, ey. Nein! Nicht in die andere Richtung. Und da ist noch der andere, Leute. Gott. So, Paula. Komm mal hier sicherheitshalber mit. Ich habe Angst um Schauter. Vielleicht kannst du irgendwas retten. Ich habe das Gefühl, dass... Ich habe das Gefühl, da geht irgendwas jetzt so richtig in die Hose. Wisst ihr was? Ich rüste auch nochmal Snowden aus. Irgendwie glaube ich, wir müssen Schauter so massiv... Können wir nicht Schauter irgendwie ohnmächtig schlagen? Erstmal geht er gegen den Lux. Hier ist auch noch der Varg. Jetzt wird es richtig unangenehm hier. Wo ist denn der verdammte Lux? Nein, Schauter war eine meiner Lieblingsfiguren. Was ist denn hier los? Warum sind denn die ausgeblendet? Okay, also. Alpha Trumbo. Ist jetzt unser Freund. Sehr schön. Das hat geklappt. Princess. Puh. Gut. Tiere. Das ist jetzt unser. Oh, der kann tatsächlich alles. Beschützen. Kämpfen. Retten. Und tragen. Ist ja geil. Das ist ja wirklich gut. Heimat bitte. Die anderen auch in Heimatgebiet. Ah, die sind ausgeblendet wegen des Infotextes. Ich werd schon verrückt hier. So. Schaut da hinterher. Haben wir irgendwas von den Wildtieren auf Jagd gesetzt? Alpakan hier noch. Ah, das nehmen wir auch mal raus. Er hat noch nicht mal eine Rüstung an oder sowas. Kann er sich nicht mal... Der frisst auch viel. Na toll. Okay, Snowden ist auch am Start. Snowden kommt bitte auch mal hier hin und Paula auch. Wo ist denn dieser verdammte Lux? Ich sehe keinen Lux. Okay, Schauter hat ein extrem... Ah, Schauter ist wieder bei uns. Oh mein Gott. Okay, hat aber ein massives Risiko. Können wir ihm jetzt irgendwie helfen? Er blutet aus. Gut, also erstmal können wir die wieder zurückschicken, würde ich sagen. Hat sich erledigt. Danke für euren Einsatz. Und was machen wir jetzt mit Schauter? Der isst jetzt erstmal was. Das ist auch schon mal gut. Dann hat er keinen Hunger mehr. Der Trumbo kann ja Schauter ersetzen. Ja, ja, er muss sofort zum Arzt, aber er kann ja noch gehen. Er duscht erstmal. Das dauert ein Weilchen. Er blutet aus in 23 Stunden. Blutverlust, schlechte Hygiene, Unterernährung, Prellung, Quetschung. Stunden ist eine lange Zeit. Hauptsache, er ballert jetzt nicht hier auf das andere Ding. Hm.
immer noch 23 Stunden. Er verliert hier so ein bisschen Blut, aber das ist, denke ich, okay. Leichtes Risiko nur noch? Oh ja, alles klar. Besuchergruppe, na toll. Stunden. Mal gucken, was er jetzt, ob er sich dann ins Krankenbett legt. Ich hoffe sehr. Und ich hoffe, der Alpha Trumbo geht auch hier durch unsere Wohnung. So, jetzt erstmal schön das Blut abduschen. Nimmt sich jetzt erstmal noch eine einfache Mahlzeit. Will er nicht mal behandelt werden, sag mal? Geht aufs Klo. 21 Stunden. Ruht sich aus. Ja, jetzt geht er ins Krankenbett. Okay, alles klar. Und nein. Kurzschluss. Okay, ist aber noch in einem unkritischen Bereich, würde ich sagen. Gut, Leute. Es wäre mal schön, wenn irgendein Arzt jetzt mal was machen würde. Richard, kannst du dich mal um Schauter kümmern? Priorisier mal diese Behandlung. Oh. Wir haben kompletten Stromverlust. Gott sei Dank haben wir hier noch was in den Batterien, sehe ich gerade. Ja. Und das ist sogar wichtig, dass das jetzt mal angestellt wird. Trankagua. Mach mal den Schalter hier. Beide Schalter bitte. Okay. So. Ach, jetzt wird erstmal das Feuer ausgetreten. Ja gut, ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Was ein Chaos. Was für ein Chaos hier gerade. Was ist denn mit dem... Was bitte? Ernsthaft? Nee, komm. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Hier. Hier ist dein Platz. Kann man ihm das mal zuweisen? Ich meinte, der trägt, ne? Der muss eigentlich auch überall rumlaufen können, oder? Kann man nicht zuweisen, glaube ich, Tierplätze. Schon wieder ein Feuer. Was ist denn hier los? Ach, das ist immer noch das gleiche Feuer. Das Alpaka. Die Alpaka-Leiche, die können wir aber auch mal aufheben. Die sind hier alle angeschossen. Von Schauter. Okay. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel zu reparieren. Und natürlich Murada hat auch sehr viel sauber zu machen. Vielleicht erstmal das Blut. Man diskutierte mit Murada über Tannen. Wahrscheinlich unterhalten sich gerade, ey, weißt du was? Gott sei Dank stehen hier keine Tannen. Stell dir mal vor, wie die jetzt brennen würden. Noch trägt er nicht. Okay, alles klar. Wenn er noch nicht trägt, dann kriegt er die Weide oder so. Oder Tragetierbereich. Ja, stimmt. Alles klar, das hatten wir. Obwohl, nee, dann kriegt er erstmal die Weide. Hä, was hat er eben gemacht? Der hat eben irgendwas gemacht. Ach, der hat gefressen da, ne? Er soll mal erstmal auf der Weide, da kann er auch was fressen. Wow, der frisst die Bäume und Büsche. Das Feuer ist nervig. Das kostet jetzt viel Manpower, dieses Feuer. Und Schauter ist auch direkt dabei, das Feuer auszutreten. Äh,
Er hat im Moment kein Medikit benutzt, weil wir nur zwei haben und ich fand, das war jetzt keine besonders schwierige Operation oder schwierige Krankheit. Verbrennung hat er schon, wird nicht mehr schlimmer. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Aber das ist nervig, das Feuer. Ich meinte, irgendwann ist es doch außerhalb des Heimatbereiches, ne? Dann machen die das, glaube ich, nicht mehr, ne? Aber da ist es natürlich zu nah dran. Wobei wir Gott sei Dank ja eine Steinmauer haben. So, wir hatten ein leichtes. Morada hat einen leichten Zusammenbruch. Oh Gott, was für ein Chaos. Vielleicht mal kurz bei allen nur Feuer auf 1 setzen? Verstehe ich nicht. Feuer ist doch auf 1. Feuer ist immer auf 1. Feuer hat immer Prio. So, Schauter ist vollständig geheilt und er ist bester Dinge, Leute. Bester Dinge. Also, ja, Katharsis. Ah, alles klar. Es hat sich gut angefühlt, meine Gefühle einfach mal rauszulassen. Na, dann ist ja alles bestens. Sehr schön. Kritischer Alarm. Was übersehe ich? Was übersehe ich, Baranda? Ach so, ob der Trombo noch einen Namen bekommt. Ja, der bekommt noch einen Namen. Wir geben heute noch einen Namen. Wir können schon mal Vorschläge sammeln. Ich kann Feuer auch mit Granaten löschen. Ja, wir haben auch irgendwelche Löschgranaten, ne? Kommt mir zumindest so vor, als hätten wir das mal irgendwo gehabt. EMP-Splitter. Wir hatten aber irgendwo Löschgranaten. Sehe ich bloß jetzt nicht. Oder wir hatten sie doch nicht und ich wollte sie irgendwann mal bauen. Ja. Ist was auf der Liste. Könnte man auch mal machen. Auf der langen Liste von könnte man auch mal machen. Oh, es regnet, Leute. Das wird uns helfen bei der Angelegenheit. Was wir jetzt dringend machen müssen, wir müssen jetzt erstmal die ganzen Reparaturen abwarten. Sonst passiert hier gar nichts. Das hat jetzt absolute Priorität, meines Erachtens. Eisen haben wir 393, 205 Plastahl. Oh, sehr schön. Hier ist allerdings nur noch ein Feld. Warte mal, das will ich auch gleich mal mit abbauen. Das war dann aber der Rest unserer Plastahlvorräte, vermutlich. So, das Feuer ist jetzt fast aus. Aber darum müssen wir uns nicht mehr kümmern. Gut, prima. Der Trombo müsste eigentlich Trombonesses getauft werden. Ja, das ist jetzt ein Insider. Nur für Leute aus Steinmanns Lagen. Aber an sich ist das schon eine ganz gute Idee, ja. Gebe ich zu. Wie können wir den nochmal umbenennen? Gab doch irgendwie die Möglichkeit. Oder war das hier bei Tiere? Ich weiß immer nicht, wie man umbenennen kann. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesucht. Halt, hier. Ja, das ist aber auch wirklich beschissen versteckt. Ist ein Männchen. So, alles klar. Trombonessis. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, müsst ihr im Chat nachfragen. Ein paar Leute können euch das erklären. Was ist denn hier los? Juan. Ach so, das ist Juans Leiche. Ja, alles klar. Carlotta muss mal wieder aktiv werden. Wisst ihr was? Das Ding ist die ganze Zeit on und verbraucht Strom. Ah, da schläft Trombonessis. Ja, er heißt Trumbo, nicht Trombo. Schon klar. Aber ich habe ihn jetzt Trombo genannt. Trombonessis. Falsch geschrieben, ja. Er heißt ja Trumbo. Ich mache jetzt so eine Kombination aus Trumbo und Trombo.
Wir können ja nicht den Originalnamen einfach so nehmen. Wie gut sind eigentlich unsere Tierpfleger? Nicht, dass sie noch ein Horn bekommen. Halt, warte mal. Stichwort Tierpfleger. Hat mir nicht Man irgendwie in den Kampfmodus geschickt? Oh nein. Nein. Ernsthaft? Belagerung. Mal wieder in der Nacht. Okay, alles klar. Das ist insofern blöde, weil wir natürlich jetzt nicht antworten können. Warte mal, was war da die geeignete Strategie? Ich erinnere mich irgendwie. Die konnten wir das letzte Mal irgendwie vorlocken, kann ich mich erinnern. Das Blöde ist natürlich jetzt, unsere Abfahranlagen sind komplett im Arsch hier. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Okay, wir müssen uns jetzt auf unsere eigenen, komplett auf unsere eigenen Waffen verlassen. So, okay, das gleiche Spiel von eben nochmal. Nee, bei ihr nicht. Tja, Leute, was ist jetzt die richtige Strategie? Ich würde sagen, halt, warte mal, Schauter muss erstmal sein komisches Ding da abwerfen, den Revolver. Den wollen wir gar nicht haben. Ich würde tendenziell sagen, wir gehen mit zwei Fernkämpfern nach vorne und versuchen, die so ein bisschen ranzulocken. Meine mich zu erinnern, dass das irgendwie funktioniert hat. Wir müssen die Gegner sofort angreifen, bevor die Mörser bauen und benutzen. Aha, ich zerschieße Mörser mit Fernwaffen, dann kommen sie. Ja, das wäre sozusagen... Ja, Schildoma und Sniper. Ich würde auch sagen, wir werden mit einem Sniper arbeiten. Das scheint mir jetzt die sinnvollste Lösung zu sein. Die Frage ist, können wir noch die Schussanlagen aufbauen? Das ist vielleicht noch eine Idee. Warte mal, Rekayem könnten wir mal raus... Versuch mal, das aufzubauen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Na, ich sollte nicht schnell machen, ne? So, Trankagua ist... Zum Beispiel eine von den Fernkämpfern mit einem Sturmgewehr. Das ist eine Art Fernkampfwaffe. Ja, die stellen wir dann mal hier hin. Dann haben wir die Messeroma gleich. Muada ist am Start. Der kommt hier hin. So, Carlotta geht auch mit raus. Kommt mal dahin. Was machen die? Die sind am Aufbau da hinten. Ja, Schauter geht auch mit raus. Okay, Paula stellt sich hier hin. Was ist jetzt mit Richard? Pennt er jetzt noch? Hä? Er schläft? Soll sich equippen? Er ist im Kampfmodus? Verstehe ich nicht ganz. Okay, Otto. Otto geht hier hin. Was ist mit Snowden? Snowden ist noch auf dem Weg. Der war weit entfernt. Und schaut da. Schauter, den haben wir nicht dahin geschickt, weil er erstmal seine Pistole da loslassen musste. Mal gucken, wo die sich aufbauen. Da hinten offenbar. Ja, die Mörser treffen schlecht, aber es kann leider auch Zufallstreffer geben. So, Schauter und Snowden, die gehen auch mit. Die vier werden jetzt mitgehen.
Der Rest bleibt dort. Sie versucht noch das Geschütz zu bauen. So, Snowden ist am Start. Hier haben wir schon mal ganz gute... Ach, dahinter bauen die das. Ah, das ist natürlich jetzt richtig mies. Naja, gut. Lassen wir erstmal Snowden hier hingehen. Trancagua. Ja, die hat wahrscheinlich nicht die Reichweite. Aber... Ja, die stellen wir erstmal hier hin. Und die Messeroma geht nachher mit Snowden mit. Schauter ist auch bereit. Der kommt auch hier noch hin. Aus dem Süden angreifen über den Fluss? Weiß ich nicht. Könnte man machen, aber wir kommen dann auch ganz schlecht zurück. Finde ich schwierig. Huiuiui. So. Ich weiß nicht. Wir gucken mal ihre Reichweite. Die ist auch ganz ordentlich, ne? Sie muss ein bisschen weiter nach vorne gehen. Fernkampf 7,8 ist nicht so dolle. Wir checken mal kurz. Rekayem baut das noch? Okay, Carlotta sollte noch nach vorne gehen. Wegen ihrem Schild. Ja, zusammenhalten. Wir sind noch nicht in Reichweite. Ich warte auch noch. Also schaut das nur so zum Notfall da. Der hat nämlich hier nur so eine Schrotflinte. Die hat natürlich keine Reichweite. Das ist nur der Notfall-Eingriff. So, und Carlotta stellt sich vor einen der anderen hin. Wahrscheinlich vor Trancagua. Gott, sind die lahmarschig. Okay, Snowden ist theoretisch sogar schon von hier in Reichweite. Das ist natürlich super. Jetzt muss er bloß noch... Also ich würde den als erstes angehen wollen, der das Ding da baut. Aber da ist der Winkel irgendwie schlecht. Ich bring Schauter doch hier hin. Friendly Fire, das stimmt, ja. Das ist auch so eine Sache, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das dann vernünftig einsetzt. So, kannst du ihn jetzt mal erwischen? Ja. Kann er. Okay, alles klar. Trancagua, geh mal da aus dem Schussfeld. Ah. Die bewegen sich nicht. Die Frage ist, ob wir Trancagua mal ein bisschen weiter ranbringen können. Dass sie auch schon mal anfängt zu feuern. Zum Beispiel auf den da. Okay. Die greifen offenbar doch jetzt an. Tja, ist die Frage. Mal gucken, ob sie sich bewegen. Ah, okay. Ich würde sagen, wir bewegen uns zurück, oder? In die Sicherheit der Festung. Das Ding ist übrigens schon fertig gebaut, das ist gut. Kann Rekayem das noch schnell bauen? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Wir versuchen es mal. Oh oh. Warum ist Snowden so langsam? Ja, schlecht. Snowden ist schlecht langsam. Ah.
Was machen wir mit unserem armen Snowden? Wir könnten Carlotta da. Das ist auch doof, ne? Na, hoffen wir, dass das reicht. Eieieiei. Eieiei. So. Okay. Gut. Schauter bringen wir mal hier in Stellung. Trankagua. Können wir vielleicht hier hinter dem Sandsack positionieren, wobei wir da wieder höllisch aufpassen müssen. Oder lieber hier hin, das wäre noch besser. Snowden, um Snowden habe ich Angst. Ja, schön, dass er mit Gojuice schneller wäre. Wir haben bloß keinen Gojuice. Ja, Leute, das ist jetzt nicht sehr hilfreich, was er hätte trinken sollen. Das ist eher frustrierend. Aber da kommt nur ein Messertyp. Wisst ihr was? Carlotta hält jetzt da ein bisschen auf, die Messeroma. Langsam würde ich sagen, kommen wir hier in eine ganz gute Position. Oh, Snowden braucht eine Behandlung. Eieiei. Das ist natürlich jetzt bitter, wenn einer der wichtigsten Leute ausfällt. So, der wird weggemessert. Nein! Carlotta! Shit! Okay, der erste ist weg. Geh mal aus dem Schussfeld, aber Gott sei Dank hat sie ihr Schild da. So, Snowden, gehen wir mal aus dem Kampfmodus. Der muss behandelt werden. Ja. So, warte. Die sind eigentlich schon ziemlich angeschlagen. Die Frage ist, kommen sie da über die Sandsäcke? Ich würde mal sagen, schaut, da ziehen wir zurück. Da geht die Tür zu. Nein! Lass doch die scheiß Tür zu. Okay, da muss die Messeroma da rein. Hat Murada einen Kopfschuss? Nee, ne? Geh mal hier hin, schaut da. Oder dahin. Okay, das läuft. Paula hat hier Probleme. Das läuft auch. Jetzt schieß mal auf den. Okay, alles klar. So, wen haben wir denn noch da? Artemis. Ist das der letzte? Puh, Snowden, wirst du behandelt? Was macht Snowden jetzt? Legt die Schutzjacke ab. Ernsthaft? Geht er da zum Rack? Alles klar. So, dann würde ich sagen, Charlotta, Murada. Okay. Und der Rest vom Schützenfest, ich glaube, der flieht, ne? Ja. Das, ja, war okay. Ja, wir können einen Gefangenen machen, ne? Was haben wir denn hier? Sozial, Fernkampf ist ja ganz gut. Bleeding out in 5 hours. Wäre eine Möglichkeit. Den können wir vielleicht retten. Stanley ist halt die Frage. Ob wir den haben wollen. Medizin gut. Als Fernkämpfer kann er sich entwickeln. Der ganz oben lebt auch noch. Was haben wir da oben noch für einen? Haben wir da schon einen erledigt?
Ich sehe nur einen, der noch lebt. Oder was mit dem? Nee, das ist eine Leiche. Okay. Der lebt nicht mehr, ne? Und einer flieht. Nö. Nee. Dann werden wir sagen, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Das müsste jetzt klappen. Bitte. Warte mal. Nimm. Ich dachte, wir könnten ihm. Müssen wir ihn gefangen nehmen erstmal? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir müssen ihn erstmal gefangen nehmen, um ihn dann behandeln zu können. Naja, das ist ja nur einer, der nicht tot ist. Den werden wir gefangen nehmen. So, die anderen, die gehen wieder ihrer Wege. Okay, Richard hatte auch genialerweise EMP-Granaten dabei. Optimal. Wir müssen mal dran denken, dass Otto die beste Rüstung hat. Der kann ruhig auch mal nach vorne gehen. Ne? Okay. So, dann erlauben wir mal den Transport der ganzen schönen Waffen. Einmal Granaten hat man mit dabei. Okay. So, sie nimmt den erstmal gefangen. Bei der Stellung. Oh ja, da ist auch noch viel. Sehr schön. Die lassen uns 14 Bauteile und so weiter. Das ist natürlich hervorragend und schön viel Eisen. Das Holz brauchen wir nicht. Eine Brandgranate. Überlebensration nehmen wir auch mit. Und hier haben die angefangen, irgendwas zu bauen. Noch eine Brandgranate. Ja, alles klar. Ich würde mal sagen, ja, war okay, ne? Carlotta ist auch ein bisschen verletzt. Was haben die Leute denn eigentlich, die verletzt sind? Na gut, sie hat nur ein bisschen Rückenschmerzen. Bruch, ah, okay. Ach, ein Beckenbruch hat sie. Oh, das ist natürlich unangenehm. Und eine Oberkörperprellung. Snowden hat einen Schnitt mit dem Messer und einen Schlüsselbeinbruch und eine Schusswunde am rechten Bein. Und Murada hat Maschinenpistoleneinschüsse. Nun gut, Gott sei Dank haben wir ein dreckiges Krankenzimmer. Und ich weiß nicht, warum nimmt er das denn bitte von dort und nicht von dort? Das ist doch albern. Dafür ist es doch da. Ah, Man ist noch. Alles klar. Danke für den Hinweis. Gut. So, was ist mit Princess und dem Gefangenen? Ah, sie verarztet ihn. Okay, das klappt. Blutet in 16 Stunden aus. Okay, jetzt blutet er nicht mehr. Damit sollte er eigentlich gerettet sein. Die Frage ist, ob wir ihn haben wollen. Ich meinte, Platz hätten wir eigentlich genug. Essen haben wir auch genug. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum wir ihn nicht zu uns holen sollten. So, ist ein bisschen dreckig hier, klar, weil Murada jetzt natürlich nicht einsatzfähig ist. Aber so ist das eben. Ja, es war ganz okay, finde ich. Hätte besser sein können, aber im Großen und Ganzen war es ganz okay. Ich finde es sehr nett, dass die Gäste die Leichen wegtragen. Das ist sehr hilfreich. Ich wollte das ansonsten Carlotta noch erledigen lassen. Die Fallen werden auch wieder gebaut. Sie ist frustriert wegen der Toten. Gibt es eigentlich einen Stimmungsaufschwung, wenn man... Wow, hatte 4x6, Rekayem, krass. Das wollte ich eigentlich gar nicht gucken. Wenn man jetzt so einen Kampf besiegt hatte, also einen Kampf gewonnen hatte, offenbar nicht. Das wäre eigentlich auch noch ganz nachvollziehbar.
Wir können ihn auch in die Kryptokammer stecken und bei Gelegenheit an den nächsten Sklavenhändler verkaufen. Auch eine Möglichkeit. Aber ich finde, wir brauchen noch einen, der putzt. Das machen deine Gäste auch immer, was 4x6? Oder die Leichen wegtragen? Oder putzen? Ja, was wäre, wir können mal überlegen. Ich meinte, in welchem, also ich habe das Gefühl, so tendenziell ein bisschen zu wenig haben wir Leute, die bauen. Und putzen ist immer ein Problem. Tragen natürlich auch. Konstruktion ist ja natürlich total doof. Aber er kann mal ein guter Fernkämpfer werden. Aber das müsste man dann mal wirklich aktiv trainieren, was wir bisher noch nie getan haben, so richtig. Und das ist der dritte gute Arzt, den wir hätten. Eigentlich von seinen Kompetenzen bräuchten wir jetzt nicht wirklich, ne? Vom rechten Krankenbett ist die Medizin im Lager weniger weit entfernt als das im Regal. Ah, okay, das ist der Grund, warum die dort laufen. Interessant. Ja gut, dann versetze ich das von mir aus. Dann installieren wir das mal woanders. Das ist nur die Notlösung. Na, dann kann das eigentlich stehen bleiben, ne? Machen wir das so. Ja, ist eine interessante Kleinigkeit. So, Leute, bevor jetzt hier nix. Wie viel Stahl haben wir? 240. Ja, bevor jetzt hier nicht alles wieder aufgebaut ist, können wir gar nichts machen. Insofern können wir ein bisschen schneller laufen lassen. Wobei, das ist ja einigermaßen wieder aufgebaut. Die Leichen. Carlotta. Trag mal. Das machen die ja schon. Na komm, trag nochmal die Leiche weg. Hier unten, da müssen wir allerdings noch aufbauen. Und es muss repariert werden. Und das Ding muss zu Ende gebaut werden. Und das können wir abreißen, den Schlafplatz. Das muss noch getragen werden. Gott sei Dank ist unser Tiefenbohrer, ist der nicht komplett kaputt. Das wäre ärgerlich gewesen, wenn wir den hätten nochmal bauen müssen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendeiner Snowden hat sich hier noch nicht komplett. Hat er noch sein ganzes Zeug an? Zumindest sein Gewehr. Was ist denn da passiert? Snowden hat irgendwie alles irgendwo hingeschmissen. Oh, du Arte, der Tierarzt kann wieder laufen. Ah, wir haben noch einen Tierarzt. Das ist doof, Snowden. Das heißt, wir müssen alles wieder manuell hier irgendwie handeln. Na gut. Übrigens, wir haben Forschung abgeschlossen. Wir haben gepennt. Der Schrank steht in der Planung falsch rum. Alles klar. Wir können Kraftstoff herstellen, ja. So, und jetzt ist die Frage: Energieschildgürtel. Eigentlich hat mir das ganz gut gefallen. Das könnte man durchaus nochmal machen als nächstes. Vitalmonitor ist sicher auch eine gute Sache. Und diese besseren Armor Racks, damit das Ganze noch schneller geht. Gojuice. Das ist natürlich schon eine feine Sache. Komm, wir machen jetzt mal. Aufgrund der Erfahrung nehmen wir jetzt mal Gojuice. Farbige Beleuchtung. Die farbige Beleuchtung, die kommt in den Whirlpool-Raum rein. Schwere Maschinenpistolen haben wir tatsächlich, glaube ich, schon zwei. Wurde hier angesprochen, das ist eine. Oh, hier liegt noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Was sind das denn eigentlich für Viecher? Meerschweinchen. Waren die schon immer da?
Das ist ja verrückt. Oh, Leute, die Wände sind weg. Wir können diese Zone endlich mal erweitern. Okay, der ist... Halt, 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 halt. Der ist komplett geheilt. Machen wir erstmal hier die Zone. Das ist natürlich mit den Rackets jetzt ein bisschen komisch. Das können wir nochmal umbauen. Den werden wir dort neu installieren. Den anderen dann dorthin, ja. So, okay. Snowden ist auf jeden Fall wieder beisammen. Nimmt sich erstmal ein Bier. Hervorragend. Ja, das ging ja wirklich glimpflich aus. Wir müssen uns aber, lieber Snowden, mal um deine ganze komische Ausrüstung kümmern. Denn hier ist ja alles schiefgegangen. Zieh mal erstmal wieder alles an. Mehr Schweine. Okay, es sind keine Schweinchen. Okay, alles klar. So, das dauert offenbar ein bisschen, ehe er jetzt hier ankommt. Da ist er. Ja gut, das... So, dann dein Marinehelm. Dann bitte deine Schutzjacke. Dann bitte deine... Warte mal, was hast du jetzt an? Schutzjacke, Schutzhose, Marinehelm, jetzt noch die Schutzweste. Die Waffe hat er. So, und dann bitte an deinen Rack damit. So, Murada ist auch vollständig geheilt. Das heißt, er kann wieder putzen. Hervorragend. So, das ist jetzt wieder am Rack. Und jetzt passt du alles an, was du anhaben sollst. Perfekt. Ja, sehr schön. Dann ist das wieder in bester Ordnung. Hervorragend. Okay, was macht Rekayem? Die repariert erstmal die Fallen oder baut sie neu auf. Auch gut. Die Knarren wird irgendein anderer wegräumen. Wer macht eigentlich jetzt Tier? Tierpflege, das macht Man. Princess ist prioritär immer noch fürs Forschen zuständig. Das ist okay. Was baust du hier eigentlich? Du baust, glaube ich, ein Gewehr, ne? Ne, Schutzhosen oder Sturmgewehr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sturmgewehr. Hm, sehr gut. Snowdens Gesundheitszustand ist in bester Verfassung. Er hat eine Schussnarbe, die ihn jetzt ein bisschen schmerzt. Aber ansonsten ist alles gut. Also mit dieser Krypto-Schlafkammer, ich weiß nicht. Ich meinte, ach kommt, ich meinte zum Putzen und Tragen ist immer gut. Schaut mal, der arme Murada, der muss alles alleine putzen. Und das hat schon was mit der Stimmung der Leute zu tun. Wo putzt er denn? Ach, wisst ihr was? Die Zone ist hier so groß. Das müssen wir uns mal, wir müssen die Putzzone. Wie kommen wir nochmal ins Zonenmanagement? Weiß ich jedes Mal wieder nicht. Arbeitsgebiete erweitern. Hier. Heimatzone. Ah, ha, 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 ha. Das ist doch eigentlich... Aber das Problem ist, die löschen keine Brände, ne? Aber wir müssen die jetzt irgendwie massiv verkleinern, sonst fängt er da an, wie so ein Depp den Rasen zu putzen. Na, ist irgendwie doof, ne? Ah, Ava 7. Sei grüßt. Schön, dass ihr reinschaut. Ihr habt zwei spannungsreiche Angriffe auf unsere Kolonie verpasst, aber das ist auch immer ein bisschen hektisch und unangenehm. Wir sind gerade beim Aufräumen und wieder irgendwie in Gang kommen. Aber es haben alle überlebt. In der 15. Folge haben wir bisher nur einen einzigen Verlust zu beklagen. Den guten Roland MacGyver Gros. Der liegt hier in dieser wunderbaren Gruft begraben. In einem Sarkophag aus Marmor. Das für euch nur zur Info.
Ich kann das noch viel kleiner machen. Ja, ich dachte, an der Stromleitung soll auch so ein bisschen aufgepasst werden, wenn es da brennt oder so. Ich weiß nicht genau. Ja, lassen wir mal so, ne? Okay, im Moment, genau, ihr seht es hier, das ist alles beschädigt und was macht Rekayem? Die baut die Stachelfallen jetzt erstmal auf. Alles klar. Ja, also was wir wirklich brauchen, ist jemand, der noch gut Konstruktion kann. Das ist so ein bisschen im Moment. Okay, das Sturmgewehr haben wir übrigens jetzt. Das ist auch interessant. Das ist im Moment so ein bisschen das Mangelthema. Was macht eigentlich jetzt die Medizinherstellung? 6 von 15 haben wir auf jeden Fall. Hat irgendjemand da was hergestellt? Wir haben Neutramin auch weniger als vorher. Das hat insofern geklappt. Genau, der Plan war übrigens. Stimmt, ich erinnere mich, dass wir hier die Kräutermedizin und da die gute Medizin hatten. So war's. Können wir hier eigentlich die Schalter mal wieder umlegen? Ja, können wir. Eigentlich reicht ja das eine, ne? Ah, ich lasse mal eins offen. Energie haben wir genug. Wir haben nur eine Kolonie. Damit sind wir vollauf ausgelastet. Ich zumindest. Ein nervenaufreibendes Spiel. So, aber Leute, wo verlieren wir eigentlich immer den ganzen Stahl? Sagt mal. Oh, jetzt werden die Teppiche gebaut. Wisst ihr was? Die Teppiche sehen aber ziemlich hässlich aus. Aber egal, sie sollen verschönern, den Zweck erfüllen sie. Und warum werden Teppiche. Ach, da wird der Stahl. Wisst ihr was? Für den Teppichbau wird der Fußboden darunter abgebaut. Macht ihr das auch zu Hause? Ihr kauft euch einen neuen Teppich und dann brecht ihr erstmal die Dielen aus dem Fußboden und schlagt die Marmorfliesen raus, damit der Teppich auch genau reinpasst. Auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Ja, das stimmt. Ich sehe tatsächlich im Moment auch keine YouTube-Nachrichten, aber ich glaube, im Moment ist Twitch aktiver. YouTube ist noch da, oder? Scallop hat das immer so gemacht, ja. Ah, da gibt es eine Mod, wo die Teppiche Objekte über dem Boden sind, alles klar. Das ist wirklich eine sinnvolle Mod, muss ich mal so sagen. So, wir sind aber noch weit, weit entfernt von dem Bau einer Autokanone. Rüstungen haben wir. Der Raum um den Tiefenbohrer sind wir dabei. Kühlraum haben wir ausgebaut. Mehr Fallen ist noch kein Thema. Medizinlager, Drogenlabor haben wir auch. Ja. Ich würde mal sagen, bevor jetzt nicht alles repariert ist, machen wir gar nichts. Aber irgendjemand hat hier endlich mal den Stahl gemacht. Das ist gut. Hier muss natürlich noch repariert werden. Ah, Schauter ist hier schon am Arbeiten. Sag mal, kann der denn, wenn da hier eine Tür ist, kann der überhaupt hier weiterarbeiten, ohne dass das sich blockiert? Ich hoffe ja, ne? Was passiert dann? Es gibt für alles eine Rimworld-Mod, ja. Stimmt. So. Ich bin mal gespannt. Das würde mich schon mal interessieren, ob er, wenn er dort in diesem Häuschen nachher arbeitet, ob er dann auch das Eisen vor die Tür legen kann oder ob das dann irgendwie klemmt, das System. Ich würde schon gern heute noch mal eine Autokanone sehen. Das wäre irgendwie geil. Und wir gucken mal, sind hier alle Jobs erledigt? Nee, die Schutzhosen müssen noch hergestellt werden. Wie ist hier der Stand? Bauteil haben wir nur 1 von 20. Okay, wow. Handwerker haben wir auch zu wenig eigentlich. Kann der handwerklich was? Handwerk 4,2. Ja, okay. Das ist vielleicht ein Job für ihn. Handwerk plus Reinigung
plus rumtragen. Das könnte man machen. Einsammeln, was draußen rumliegt? Ja, das machen ja die anderen Leute. Das will ich nicht einsammeln. Hm, Handwerk kann er lernen, ja. Ich sammle jetzt nichts aktiv ein. Hier liegt ja nichts großartig rum. Das machen ja unsere Leute, ne? Und das Holz und das Eisen, das wird geholt, wenn es nötig ist, würde ich mal sagen. Insofern haben wir aber, glaube ich, genug Eisen tatsächlich für einen Autocontainer. Aber uns fehlen die Bauteile, das ist das Problem. Wir brauchen für die ganzen Reparaturen hier immer zu Bauteile und das ist nervig. Wie sieht's denn aus? Ich gucke nochmal Sicherheit. Diese Kanone ist echt heftig, ne? 40 Plastahl, das haben wir. 350 Stahl, 6 Bauteile, ja. Bauteile ist das Thema. Aber Trankagura ist dran. Aus was macht man eigentlich nochmal Bauteile? Aus 12 Stahl. Okay, da geht natürlich auch der Stahl hin. Ach so, den Gefangenen. Ja, stimmt. Guter Hinweis. Den müssen wir natürlich jetzt auch noch rekrutieren. Rekrutierungschance 73%. Ich glaube, da kann man das schon probieren mit dem Rekrutieren, oder? Guter Hinweis, das hatten wir noch gar nicht gemacht, ja. Da, wo der Gast gestorben ist, liegt noch Geld. Boah, das wird ja nicht schlecht, ne? Das wird auch noch getragen. Und der Hut liegt da auch noch. Das passt schon. Krass, wie hier das alles voll ist. Draußen vergammelt schon das Essen, weil nichts mehr gelagert werden kann. Aber Leute, so ist es halt. Wir können ihn auch freilassen, das macht die Faction glücklich. Tja. Ich weiß auch nicht. Union von Rohr. Wo bin ich jetzt? Das ist nur eine Interaktion. Union von Rohr. Aber da komme ich nicht zu Union von Rohr, sondern zu Princess. Das kommt, weil da irgendwie eine Mod ist, die das... Die Fraktionen. Ich müsste aber hier irgendwo auch auf die Fraktionen kommen. Kolonisten. Ah, Fraktion hier. Union von Rohr. Da haben wir es. Feindlich minus 80. Das heißt, man kann, wenn man sich irgendwie gut anstellt, kann man sozusagen auch dafür sorgen, dass man nicht mehr von diesen Typen angegriffen wird. Schaut mal, wir haben ja ganz gute Beziehungen zu zweien und drei sind uns feindlich. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja interessant. Wenn wir den freilassen, wie viel bringt denn das? Union, wir haben minus 80. Ist ja eine interessante Idee eigentlich, oder? Drogenlabor, Gefangene, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das geht noch. Sei froh, dass du nicht an dem Abend da gewesen bist, wo wir einem Gefangenen... Was haben wir da rausgenommen? Eine Niere? Nee, oder irgendwas... Was haben wir nochmal transplantiert? Und bei einem unserer Kolonisten eingebaut. Bringt 12, sagt der Doktor. Aber der Leica sagt, ist zu wertvoll. Na gut, dann überzeugen wir ihn. Nee, der Beziehungsbaum, der ist auch durch eine Mod reingekommen. Ich habe aber tatsächlich vergessen, was wir damals transplantiert haben. War das eine Niere? Eine Lunge! Stimmt! Das war ja noch so eine komplizierte Operation. Eine Lunge, ein Lungenflügel. Das war großartig. Und ich glaube, wir haben ja auch immer noch irgendwo noch andere Organe noch gesichert. Die liegen, glaube ich, irgendwo bei uns in der Kühlung, oder? Sind das die Organe? Nee, das ist Jajo. Ich weiß immer nicht, wie sehen die Organe aus? Das ist alles, das sind irgendwelche Drogen.
Irgendwo müssten noch Organe liegen. Keine Ahnung wo. Gute Nacht, Sir Anno. Glaube, auf YouTube gehen keine Botschaften mehr durch, Nils. Also ich lese alles. Kann sein, dass der YouTube-Chat selber kaputt ist. Aber auf Restream, hier kommt der Chat an. Ist mir übrigens schon mehrfach passiert, dass YouTube-Chat jetzt irgendwie Probleme hat. In letzter Zeit. Die Drogen können auch raus aus dem Kühlraum. Ist das so? Oh, wir haben Go-Juice. Wir haben zweimal Go-Juice. Ja, wie nutzt man das denn am besten? Rennt man dann vor dem Kampf dahin? Hat er das im Inventar? Es ist mir vom Handling irgendwie nicht ganz richtig. Nicht ganz klar. So, muss das kühl gelagert werden? Was ist das überhaupt? Das ist Psychit. Das könnten wir doch eigentlich auch verkaufen, oder? Wir nehmen mal die Drogen hier raus. Hatten wir das nicht schon rausgenommen? Das ist noch was anderes. Ach nee. Der Rest. So, die harten Drogen kommen jetzt hier aus der Küche raus. Bier ist ja sowieso woanders. Go-Juice bei den Waffenlagern gibt krasse Buffs im Kampf. Ja, okay. Kannst ins Inventar... okay. Gut. Dann machen wir das so, dass wir den Go-Juice hier lagern. Dann optimieren wir das mal ein bisschen. Hier kommt er rein. Und dann nehmen wir ihn hier raus. Halt. Ah, da haben wir ihn schon rausgenommen. Aber dann müssen wir ihn hier oben auch rausnehmen. Sonst landet er... Ah, da ist er auch raus. Okay, dann müsste er ja dahin kommen. Alles klar. Gut, dann haben wir auch ein bisschen wieder Platz für Nahrung geschaffen. Also komisch, bei mir ist es bei euch allen so, dass YouTube-Chat Probleme macht. Weil ich sehe hier auf Restream, sehe ich ja den Chat. Und ihr könnt ihn ja auch im Stream eigentlich mitlesen rechts. Dafür ist es ja eigentlich da, ne? Party! Oh Leute, das ist doch mal schön. Murada schmeißt eine Party. Jeder, der hingeht, wird sich durch soziale Interaktion entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Aber die Party... Ah, alles okay. Test, nö, läuft alles. Gut, prima. Ja, ja, auf Twitch kann man den auch sehen im Stream, ja. Genau. Dafür ist es da. So, es geht los. Party. Ich finde, das ist auch, wenn die Party jetzt stattfindet oder vorbei ist, fast ein schöner Moment, heute in den Abend ausklingen zu lassen mit einem Bierchen und so weiter. Ich ignoriere euch oft, aber technisch geht's? Nein, ich ignoriere niemanden. Nur in brenzligen Situationen bin ich fokussiert, so nennt man das. Sag mal, aber baumäßig, das hier unten ist immer noch nicht gebaut. Was macht denn Rekayem? Die geht natürlich zur Party. Alles klar. Also die Stimmung ist Bombe, muss man einfach mal so sagen. Die Stimmung ist richtig Bombe. Was noch fehlt, ist ein Flachfernseher. Wir haben noch den alten Röhrenfernseher. Und die Katze kommt auch zur Party. Sag mal, warum liegt denn hier unten das Essen jetzt schon? Das ist aber übrigens nicht so geplant. Princess holt sich ein Bier. Snowden auch. Schaut mal, wie sie alle mit dem Bier um das Tischchen sitzen. Och, das ist doch entzückend. Ja, und ein Pool muss noch gebaut werden. Ja. Ja. Schon richtig. Also, das ist ein wunderbar... Oh, schaut mal, wer zieht sich da einen Joint rein? Otto.
Otto zieht sich einen Joint rein. Natürlich der Koch. Ganz klar. Warum da so ein billiger Hocker steht? Weil wir noch irgendwie einen Hocker über hatten. Oh Mann, zieht auch einen durch. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben genug von den Rauchblättern. Alle da? Sind alle auf der Party? Tatsächlich. Ja, großartig. Murada macht erstmal hinterher sauber und Man hat sein Joint da gelassen. Okay. Leute, das war schön. Wir haben übrigens schon wieder hier eine Forschung. Hatten wir die schon eben abgeschlossen? Ja, nee, das habe ich noch nicht weggeklickt. Wir sind durch für heute. Wir haben mal wieder überlebt. Es wird eine Folge 16 geben. Für alle, die neu sind, das ist so eine Art Iron Man-Herausforderung. Wir werden nicht reloaden oder so. Wer tot ist, ist tot. Wenn die Kolonie untergeht, geht sie unter.